es ist auch vielleicht gar nicht, vielleicht ist manches auch trivial und geläufig. Ist aber egal, das ist wie immer, wenn man sich was erklärt, man baut ein kleines System. Man versucht zu erläutern, was der Kern der Sache ist und was sich daraus entwickelt, was sich daraus ergibt. Und sowas habe ich da hier auch probiert. Da sollte der Einstieg, die erste These, die sollte erstmal überhaupt den Kern benennen. Zum Nationalismus gehört, dass der Mensch Anteil an seinem Gemeinwesen nimmt, dass er die Anliegen von Staat und Gesellschaft als die seinen akzeptiert und den eigenen Erfolg als untergeordnet, als eingeordnet, als abhängig vom Erfolg des großen Ganzen nimmt und deswegen bereit ist, seinen Beitrag zum großen und Ganzen zu leisten. Das ist sehr normal. Und vor allen Dingen ist da wichtig, dass man mal einen Augenblick gelten lässt, ehe man sich gleich entsetzt über die, dass das für sich auch gar nicht verkehrt sein muss. Warum soll man denn nicht sich für sein Gemeinwesen einsetzen? Also man soll nicht aus der Ablehnung des Nationalismus eine Antimoral machen, indem er dem den Standpunkt entgegensetzt, jeder soll gefälligst bloß an sich denken und nicht bereit sein, irgendeinen Einsatz für was Größeres Ganzes zu leisten. Der Witz ist, es hängt sehr davon ab, mit welchem größeren Ganzen man es da zu tun hat. Also das ist schon die erste Falle auch bei der Kritik des Nationalismus, dass man denen, die sagen, man muss den Dienst in der Bundeswehr leisten, man muss sich einordnen, dass man dem auf der Ebene quasi der persönlichen Moral was entgegensetzt und sagt, nein, ich ordne mich nicht ein. Es hängt ganz davon ab, in was es da sich einzuordnen gilt und nicht einzuordnen gilt. Ob was Verkehrts vorliegt oder ob was ganz Normales vorliegt. Wenn das große Ganze wirklich in meinem Sinn ist, warum soll ich dann nicht was dafür tun, dass das vorankommt? Ja, das ist wichtig, dass man das mal sieht. Das ist nicht, man kann nicht einfach bloß, weil Leute sagen, man muss sich doch dem Staat zur Verfügung stellen und seinen Beitrag leisten, dass man da schon gleich sagt, nein. Ganz die Frage, welcher Beitrag zu welcher großen Sache. Der erste nächste Schritt wäre, Leute, die sagen, der Staat ist ihrer. Sie stehen zu ihm, sie brauchen ihn, haben in einer Hinsicht ja auch wirklich was auf ihrer Seite. Die bürgerliche Privatexistenz, das Dasein als Mensch, der auch ein Eigentum hat, jedenfalls haben darf. Eigentum, das dann auch den Schutz genießt, wenn es einer hat, den Schutz der Obrigkeit genießt. Diese Position, Privatexistenz mit Recht auf Eigentum, gibt es wirklich bloß, wenn es einen Staat gibt. Es stimmt. Die Leute sind in die Lage gestellt, sie müssen mit Geld wirtschaften, sie müssen ihr Leben in der Konkurrenz um wie viel Erwerb gelingt mir meistern. Und der Standpunkt, ich will Geld erwerben, ich brauche Geld, ich will Geld erwerben, damit ich es ausgeben kann für alles, was ich brauche und will. Der Standpunkt setzt wirklich einen Staat voraus. Also dieses Interesse gibt es wirklich nicht ohne einen Staat. Wenn also der Mensch in die Lage gebracht ist, dass er Geld verdienen will und muss und das zu seinem Interesse macht,
dann ist das Interesse an einem funktionierenden Staat praktisch schon eingeschlossen. Jeder weiß, dass sein Eigentum nichts wert ist, wenn die Polizei nicht drauf aufpasst. Insofern ist es gar kein Wunder, dass Leute, die ihre bürgerliche Erwerbsquelle und den bürgerlichen Erwerb nicht kritisieren, sondern wollen, sich auf den Staat verwiesen sehen. Ja, ich brauche eine Obrigkeit, die mir das meine zusichert und anderen das ihre und die Grenzen dazwischen bewacht. Das Dasein als Privatsubjekt setzt Gewaltverhältnisse voraus. Wer also ein Privatsubjekt sein will, hat gleich ganz automatisch ein sehr positives Verhältnis zu der Gewalt, die diese Beziehung zwischen den Menschen definiert und eben sichert. Erst bei drittens kommt rein, was daran verkehrt ist. Und da merkt man schon, da wird es dann schon auch ein bisschen schwierig, weil nämlich jetzt, wenn man so will, die Dialektik von Bedingung Thema wird. Nach der einen Seite hin ist es ja richtig, ohne einen Staat kann kein Mensch Privateigentümer sein, kann kein Mensch Privatsubjekt sein, ganz egal, ob er viel Eigentum besitzt oder ob er ein Lohnabhängiger ist. Auch dessen Lohn wird bloß ausbezahlt, wenn die Staatsmacht über die Rechtsordnung wacht und darauf besteht, dass Verträge eingehalten werden und auch der Arbeitgeber, wenn die Arbeit getan ist, den Lohn auch wirklich bezahlt. Es steht alles nicht einfach fest ohne Gewalt. Als Bedingung der Verfolgung der eigenen Privatinteressen ist der Staat nützlich dafür, ist er bei manchen und bei manchen nicht. Also Bedingung um Bedingung ist jetzt doppelt. Unverzichtbar ist er für alle, die Privatsubjekte sind. Nützlich, die Bedingung nützt dem Interesse, in manchen Fällen, in manchen anderen nicht so sehr. Und jetzt kommt eigentlich das Argument mit dem Kapitalismus rein. Ja, da scheiden sich die Mitglieder dieser Gesellschaft. Die einen haben Eigentum, deren Eigentum wird geschützt. Für die ist das Eigentum die Erwerbsquelle, das Erwerbsmittel. Die setzen Eigentum ein. Andere setzen Arbeit ein und deren Arbeit muss sich als Geschäftsmittel der anderen, derer dieses Eigentum besitzen, bewähren. Die ganze Arbeit steht unter der beschränkenden Bedingung. Sie muss sich fürs Kapital, für die Investoren lohnen, sonst findet sie erst gar nicht statt. Insofern hat man da, wie gesagt, das kann eine Trivialität sein für euch, aber ist ja egal. Man hat da den Widerspruch, Menschen sind auch zum Erwerb berechtigt, aber ihr Erwerb ist gar nicht identisch mit dem Zweck der Wirtschaft, sondern ihr Erwerb ist eigentlich die negative Größe des Wirtschaftserfolgs. Der Lohn, die Menschen, die Lohn um Lohn arbeiten, und das sind alle abhängig Beschäftigten, ob das Lohn oder Gehalt heißt, sind der berühmte Kostenfaktor Arbeit. Was sie heimtragen, ist das Minus des Geschäftserfolgs. Was sie leisten, ist das Plus des Geschäftserfolgs. Aber was sie kriegen davon, ist die Kost. Und insofern ist jetzt der Nationalerfolg, von dem sie auch abhängen, und ihr eigener Erfolg einerseits positiv verknüpft, sie brauchen die Nachfrage nach Arbeit, sonst können sie gar nicht leben. Einerseits. Andererseits, die Nachfrage nach Arbeit und was sie dann tun und müssen und was sie dann kriegen, ist positiv überhaupt nicht ihr Nutzen, sondern es ist der Nutzen der anderen Seite. Jetzt kommt, also haben wir den ersten großen Fehler. Weil ich davon abhänge, weil ich den Staat brauche, für mein Dasein als Privatsubjekt. Deswegen halte ich das, worum es im Staat geht, auch für meine Sache und setze mich dafür ein. Jetzt setzt sich der Mensch für was ein, was nimmer sein Interesse ist.
Jetzt setzt er sich ein für die Bedingungen seines Interesses, deren Betätigung seinen Nutzen aber gar nicht ergibt. Ich mache mal eine Pause an der Stelle. Ich kann weiterreden später natürlich. Ich könnte die ganze Zeit reden, aber das muss ja nicht sein. Verständigen wir uns bis hierher? Oder wie seht ihr das? Ich möchte nicht abschrecken davon, ja? Also meldet euch nur oder widersprecht oder was auch immer. Die These 4, die macht jetzt auf eine wichtige Umkehrung aufmerksam. In der These 3 könnte man noch denken, es ist halt eine verkehrte Meinung über die Wirtschaft. Ja, die Leute halten sich, weil sie auch Geld verdienen dürfen, weil sie dann, wenn sie es verdient haben, auch frei sind, damit anzustellen, was sie wollen, weil sie ihren Interessen nachgehen dürfen. Ja, das ist ja der Unterschied zur Knechtschaft früherer Gesellschaften. Weil sie das dürfen, halten sie sich auch für Teilhaber am Erfolg des großen Ganzen. So, das könnte man auffassen, wie das wäre eine verkehrte Rechnung. Also im Sinn von, da täuschen sie sich. Tatsächlich aber hat der Nationalismus eine erste weitere Härte. Nämlich, es ist gar nicht so, dass die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft die Rechnung anstellen und sagen, nützt mir jetzt eigentlich der Kapitalismus oder nützt er mir nicht? Und wenn er mir nicht nützt, dann scheiße ich auf ihn. Diese Prüfung findet zu keinem Zeitpunkt wirklich statt. Es wird von den Mitgliedern der Gesellschaft akzeptiert, und das liegt ein bisschen in dem Punkt 2 hier begründet, dass der Staat unbedingte Voraussetzung ihrer Existenz als berechtigte Privatsubjekte ist. Und in der Rolle der unbedingten Voraussetzung, in Bezug auf die, verbietet es sich zu fragen, na, wenn sie mir es gut macht, bin ich dafür und wenn sie mir es nicht gut macht, bin ich dagegen. Die Rechnung findet gar nicht statt, sondern es läuft anders herum. Es wird vor aller Rechnung akzeptiert, dass man zu diesem Staat gehört, dass man diesen Staat braucht und dass dieser Staat mit seinem Auf und Ab die Existenzbedingung ist. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es findet die Prüfung, nützt mir das Gemeinwesen eigentlich, nie statt. Es wird nicht argumentiert, ja, quasi, wenn Sie mir es gut machen, bin ich für Sie und wenn Sie mir es schlecht machen, bin ich gegen Sie. Das wäre ja nicht schlecht, wenn es so wäre. Dann könnte man immer noch sagen, schaut mal, wie schlecht Sie es euch machen. Nationalismus funktioniert anders. Er geht von der unbedingten Verwiesenheit auf diese ordnende Gewalt aus. Und weil man unbedingt verwiesen ist drauf, ist die Loyalität ihr gegenüber vor aller Frage, was sie einbringt. Wenn man sich fragt, ja. Deswegen wahrscheinlich auch oftmals dieser Verweis, wenn man Menschen versucht zu agitieren, ja, zeigt eine Alternative. Also das ist ja das, was man immer sofort hört. Ja, da wissen sie sich verwiesen auf die Umstände und verlangen von dir, übrigens vor allen Dingen, die verlangen von dir in aller Regel, dass wenn du irgendwas bemeckerst, dass du dann beweisen sollst, wie du es ihnen als bürgerlichen Privatsubjekten besser richten tätst. Genau. Die stellen an dich die Frage, als ob du der alternative Bundeskanzler wärst. Sie wollen anders
regiert, anders geführt werden. Dass deine Kritik heißt, Leute, ihr müsst euch mal selber drum kümmern. Ja, dass die ganze Kritik heißt, wenn ihr es euch nicht selber anders macht, dann macht es euch keiner besser. Das wird überhaupt nicht aufgefasst, sondern es wird wie im Getriebe der politischen Angebote, wird auch Kritik als ein potenzielles politisches Alternativangebot aufgefasst und an der Realität gemessen und übrigens in aller Regel als unrealistisch zurückgewiesen. Und das stimmt ja auch. Mit der Realität verträgt sich das nicht. Gut, zurück zu dem Gedanken mit der Umkehrung. Das ist sehr wichtig. Zum Nationalismus gehört. Einerseits, es ist ein total bürgerliches Verhältnis. Ja? Das war gestern Abend, hat es irgendwer irgendwann mal gesagt, denke ich, bin aber nicht ganz sicher. Nationalismus ist wirklich ein modernes Phänomen. Also die Menschen des 16. und 17. Jahrhunderts haben alles Mögliche gemeint und gewollt. Aber Nationalisten in dem Sinn kann man eigentlich ihnen gar nicht nachsagen. Da war der richtig große, gewaltige Auftritt des Nationalismus, war der Erste Weltkrieg. Erst wenn die Arbeiterklasse selber bereit ist, den Staat als ihre Existenzbedingung aufzufassen, dann eben die eigene Existenzbedingung durch Nachbarn bedroht zu sehen, erst dann sind sie Nationalisten und da gehört eben der freie Arbeiter dazu. Aber war bei der Französischen Revolution nicht der Schlachtruf, wir sind alle Franzosen, also die Forderung, endlich als gleiche Staatsangehörige alle einem Staat gleichermaßen unterworfen zu sein? Richtig. Oder gleichermaßen, ja. Eine Herrschaft, ja. Alle gleichermaßen durchgesetzt werden? Ja, muss man, richtig. Es ist eben die bürgerliche Revolution, die den Standpunkt, wie damals natürlich der Fall, ökonomisch regiert längst die Ordnung des Eigentums, aber politisch gibt es eine Hoheit, ja, die dieser Gesellschaft gar nicht einfach dient, sondern die ganze Gesellschaft benutzt für einen ganz anderen Zweck, nämlich, kennt ja jeder, für die Spiegelsäle in Versailles. So, und dann kommt die Revolution und ordnet die politische Macht dem ökonomischen Verhältnis, von dem auch die politische Macht längst abhängig geworden ist, ja, durch eine blutige Revolution unter. König wird umgebracht, aber es wird nicht die Herrschaft beseitigt, sondern es kommt sofort eine andere Herrschaft hin, deren Zweck ist, jetzt eben der bürgerlichen Lebensweise zu dienen. Ja, und da gehört es hin, ja, Gleichheit der Bürger. Privilegien des Adels abschaffen, Privilegien der Kirche abschaffen, Gleichheit aller Bürger, wir sind alle Franzosen oder halt Proklamation der Menschenrechte, sind ja alles Varianten von diesem Grundprinzip. Die Obrigkeit muss alle Bürger als Privatsubjekte anerkennen und in ihrer Rechtsstellung zu gleichen machen. Das ist die Ordnung der Konkurrenz. Und insofern muss man das einfach früher datieren. Nicht der Erste Weltkrieg, sondern die Französische Revolution mit dem Programm der bürgerlichen Gesellschaft. Die waren solche Anfänger oder Erste. Wie wichtig war zur Zeit der Revolution die bürgerlichen Interessen halt noch in dieser bürgerlichen Klasse damals allein verhandelt sind, dass damals halt noch die Klasse der Bürger jetzt ein Staat wollte, der ihrer Lebensweise nutzt und so, und dass das halt nicht damals noch nicht für die ganze Gesellschaft in Anspruch genommen wurde, so wie es dann später. Also so, da sollten ja quasi alle Menschen Bürger sein, später dann auch. Genau. Naja. Wird das immer so gedacht und wird es immer in eins gesetzt, weil so sage ich, Politiker, die sagen ja, keiner mehr der Mensch und der Bürger und so, sondern die sind mehr von einem. Ja. Also die Revolution hat schon auch den vierten Stand gebraucht. Für eine Revolution brauchst du schon die Massen. Und da haben sich dann die Handwerker und auch Dienstleute mit auf die Seite derer, die Eigentum hatten, gestellt gegen den König. Das hat eine Einheit aller produktiven Klassen gegen die bloß verzehrenden Klassen gegeben.
erst wie die Staatsmacht dann in die bürgerlichen Hände übergegangen ist, war es sofort wieder quasi ein bürgerkriegsträchtiger Streit. Okay, wessen Interessen sollten jetzt gelten? Und das hat Frankreich ja dann auch dazu geführt, dass sie in 60 Jahren, ich weiß nicht, 5 Revolutionen hingelegt haben. Oder 4 oder so. Jedenfalls die bei Louis Philippe. Und also da gab es da mehrere. Gehen wir zurück zu dem wichtigen Punkt, den ich da erläutern will. Es ist gar nicht eine falsche, irrige Nutzenrechnung, sondern es ist das Bewusstsein, dass sich alle Nutzenrechnung erst auf Basis des Bürgerseins ergibt. Dass also die Loyalität zum Staat vor aller Frage, was habe ich davon, feststeht. Das in einer Weise, dass auch die Mitglieder dieser Gesellschaft ihrem Staat sich verpflichtet fühlen, noch vor der Frage, welches ökonomische System hat er denn eigentlich? Ja, die erklären ja auch nicht im Kapitalismus die Loyalität, sondern Deutschland. Die fühlen sich dem Gemeinwesen verpflichtet, ohne dass sie ein Urteil über die Ökonomie fällen, und eigentlich sie verbieten sich's auch. Es geht gar nicht, dass man an die Sache rangeht mit der Frage, wie viel nützt sie denn? Das, wenn man dann, sei es in der Schule, hört, man soll sich fürs Gemeinwesen einsetzen. Wer da bereit ist, zurückzufragen, warum eigentlich? Was kriegt dann eigentlich als Antwort? Weil es deines ist. Warum sollst du für Deutschland sein? Weil du Deutscher bist. Ja, das Tautologische des Argumentierens zeigt, dass es eine unbedingte Geschichte ist, die nicht Gegenstand einer Vorteilsrechnung ist und sein darf. Alles Rechnen geht erst auf Basis des Dafürseins los, nicht umgekehrt. Das Dafürsein, soll ich dafür sein oder lieber dagegen sein, das gibt es als Frage eigentlich nicht. Erst auf Basis dessen, dass man politischer Bürger ist, dass man Anteil nimmt an der Gesellschaft, dass einem Deutschland am Herzen liegt, jedenfalls der Erfolg einem wichtig ist, weil man davon abhängt. Das ist das Erste. Und erst dann und erst auf der Basis gibt's den politischen Streit um, wie gehört es denn richtig geregelt, was braucht es, was soll sein. Und da gehört dieses, habe ich in der letzten Zeile oder in den letzten zwei Zeilen von der vierten These aufgeführt, dieses berühmte Wir. Es gehört richtig zur politischen Debatte, dass jeder, der das Wort in ihr erhebt, im Namen des Wir spricht. Jeder sagt, wir brauchen, ich habe es jetzt da hingeschrieben, mehr Kindergärten, mehr Wachstum, härtere Gesetze gegen Steuerflüchtlinge, wir brauchen mehr Polizei. Das ganze Denken liegt dann, da liegen schon Überlegungen vor, Überlegungen, wie würde mir das Ganze denn mehr nützen? Aber die Überlegungen nehmen nie das Ganze selber vor. Also da nimmt man sich nie das Ganze selbst vor, sondern denkt immer auf Basis des großen Ganzen, zu dem er loyal ist, nach drüber, wie es besser geregelt werden würde. Und das drückt sich alles wunderbar in diesem, jedes Argument, jeder Vorschlag kommt mit einem Wir daher. Also wenn ihr an Talkshows denkt, ja, einer, der andere, der dritte, jeder mit diesem Wir. Da möchte man schon mal fragen, sag doch erst einmal, was du willst. Immer, wenn ihr was wollt, ja, redet rein, wir sind so wenig, ihr müsst euch nicht mal melden.
Ja. Also, wenn die vierte These vorbei ist, würde ich gerne nochmal was zur dritten ergänzen. Ja. Das finde ich ganz unwichtig, halt nämlich, das ist auch gar kein Widerspruch, sondern nur die, innerhalb von der wirklichen Klassengesellschaft, die ist die, glaube ich, die Parteilichkeit des Staates für eine bestimmte Klasse hängt ziemlich viel damit zusammen, was in der dritten These steht, nämlich wenn jemand einen Haufen Privateigentum hat und wer bereit ist, das zu investieren, dadurch also sich zum Beispiel Produktionsmittel zu kaufen, Leute einzustellen, dann trägt er im Grunde dazu bei, dass es eine solide Wirtschaft gibt. Und das ist im Interesse des Staates, weil das auch eine Voraussetzung für einen soliden Staat ist. Wohingegen das Interesse, also innerhalb von einem Klassenkonflikt, der ja vor allem darin besteht, wie lang ein Arbeitstag sein soll, wie hoch die Kosten von Lohn sein sollen. Da ist, wenn der Lohn ein Kostenfaktor ist für den Kapitalisten, also eine Schranke seines Erfolgs, und der Erfolg der Kapitalisten, auch der ein Maßstab ist für den Erfolg des Staates, dann steht auch ein hoher Lohn, ist dann auch eine Schranke für den Erfolg des Staates. Und darin, würde ich sagen, liegt auch der Grund, warum dann eine Parteilichkeit des Staates für die Kapitalisten da ist. Ich glaube, dass es über den Fall auch ziemlich verkehrte Art und Weise gibt, das zu erklären. Kannst sagen, eine Regierung wie die unsere hat nichts gegen hohe Löhne, sofern sie sich lohnen. Ja, das ist wirklich so, fast umgekehrt noch. Ja, wenn sie sich lohnen, sind natürlich hohe Löhne für einen Staat noch viel schöner als niedrige. Das fördert die Kaufkraft, das fördert den Geschäftsgang insgesamt. Nur die erste Bedingung ist, lohnen müssen sie sich. Und das hat man ja im letzten Jahrzehnt in Deutschland erlebt. Arbeitslosigkeit gerät ganz, ganz schnell zum Vorwurf an die Arbeitslosen, sie sind zu teuer. Sonst gäbe es doch nicht. Wenn sie billiger wären, hätten sie sich doch lohnen. Ja, und diese Tour, das Kapital befreit sich von Lohnkosten durch immer neue Rationalisierungen und immer bessere Technik, macht Leute überflüssig, dann sind sie überflüssig, dann sind sie arbeitslos, liegen den Sozialkassen fallen den Sozialkassen zur Last. Und dann kriegt das Ergebnis des kapitalistischen Fortschritts, kriegt den Vorwurf, ihr werdet nicht gebraucht, also sieht man ja, ihr seid zu teuer. So, das ist praktisch in die Tat umgesetzt worden mit der Schaffung eines Niedriglohnsektors, der dahin führt, dass heute wirklich in einer Zeit, wo man zum Mond fliegen kann und wo vollautomatische Fabriken rumstehen, Leute den ganzen Tag arbeiten und nicht von dem Ertrag leben können. Gut, insofern klar, es ist ja nicht nur das Privatinteresse der Unternehmen, sondern das Privatinteresse der Unternehmer ist das allgemeine Interesse dieser Gesellschaft, weil schließlich alles von deren Erfolg abhängt. Einschließlich des Steueraufkommens und damit der Staatskasse und damit der staatlichen Handlungsfähigkeit. Jetzt kommt der nächste wichtige Schritt. Ich habe jetzt gerade in viertens gesagt, wir haben gar nicht den Zustand vor uns, dass Leute eine falsche Nutzenrechnung machen, sondern dass zum Nationalismus gehört oder zum nationalen Denken gehört, dass das Ja zur Ordnung vor aller Nutzenfrage kommt. Ja, das war die Rede da. Das heißt natürlich nicht, geht jetzt fünftens los, dass die braven Deutschen vor lauter Heimatliebe und Loyalität zum System ihre Interessen einfach vergessen würden. So ist es auch nicht. Selbstverständlich hat man so seine Interessen und erlebt so seine Enttäuschungen. Nur, wenn jetzt das Interesse sich meldet, dann meldet sich's stets als eines, das von sich behauptet, ich habe doch einen Platz im Gemeinwesen. Für meinen Erfolg ist doch auch vorgesorgt. Sodass, wenn er nicht eintritt, der Schluss heißt, irgendwas muss hier schiefgelaufen sein. Ja, wer so denkt, ist jetzt schon endlos weit weg von der Frage,
Naja, vielleicht ist der Laden so konstruiert, dass mein Erfolg gar keinen Platz hat. Dass ich immer das Untergeordnete, die berühmte abhängige Variable, wie der Marx gesagt hat, diese Größe, die halt immer alles auszubaden hat, bin. Die Frage kann schon gar nicht mehr aufkommen, weil die Loyalität zum Gemeinwesen, ja, wir brauchen das doch, wenn wir private Menschen mit Freiheit sein wollen. Stimmt ja auch. Freiheit ohne die Staatsgewalt gibt es nicht. Weil mit diesem Ausgangspunkt ist die Loyalität das Erste und die Bemerkung, das Reinbringen des eigenen Interesses, findet immer auf Basis des Glaubens statt, weil ich diese Ordnung brauche, ist diese Ordnung auch für mich da. Und wenn ich dann die Erfahrung mache, sie ist nicht für mich da, und die Erfahrung wird ja niemandem erspart, führt konsequent zu dem Argument, ja, dann hat wer was vergeigt. Nie mehr rückwärts zu der Frage, wie ist denn die Ordnung eigentlich gebaut? Worum geht's in der? Sondern immer vorwärts zu, wer hat was versaubeutelt? Dieser Gedanke, es muss im Land was schiefgelaufen sein, wenn es mir nicht gut geht, ist, die deutschen Gewerkschaften können das bis zum Anschlag. Ja, ich erinnere mich an eine der vielen Krisen, die man jetzt schon erlebt hat, und dann hat die Regierung gesagt, naja, wir haben ja wieder Wachstum, die Krise ist vorbei. Dann sagt der DGB, solange es Massenarbeitslosigkeit gibt, ist die Krise nicht vorbei. Jetzt streiten sie sich, ob das Land in einer guten Verfassung ist. Und dann sagt die eine Hälfte, naja, das, woran alles hängt und worum es geht, klappt doch. Dann sagen die anderen, wenn es uns nicht klappt, dann glauben wir nie, dass das Gemeinwesen in einem guten Zustand ist. Wenn es für uns nicht aufgeht, dann glauben wir den Aufschwung nicht. Also absurd, anstatt zu sagen, jetzt haben wir es kapiert, der Aufschwung ist gar nicht für uns. Sagen die, wenn für uns kein Aufschwung rauskommt, kann es doch keinen richtigen Aufschwung gegeben haben. Und das meine ich ja, dieses, man argumentiert vom Glauben an die Aufgehobenheit des eigenen Interesses im Gemeinwesen her, prüft nie, ob es eigentlich in dem wirklich vorgesehen ist, der eigene Erfolg, sondern argumentiert vom Glauben daran, dass der eigene Erfolg eigentlich dazugehört zum großen Ganzen. Und ist dann vollkommen sicher, dass wenn was nicht aufgeht, dass dann was schiefgelaufen sein muss. Das ist der Übergang, was Theo heute mal angesprochen hat. Der Übergang in Krise ist ein Riesenstachel des Nationalismus. Weil wenn es nicht klappt, dann ist man umso sicherer, und je schlimmer das Nichtklappen ist, desto sicherer ist man, dass irgendetwas ganz furchtbar schief läuft im Gemeinwesen. Dass also die Ordnung gegen irgendwelche Quertreiber, Abgreifer, gegen welche, die bloß ihren Nutzen im Auge haben, behauptet, durchgesetzt, von Neuem zum Blühen gebracht werden muss. Also das fällt mir ganz besonders arg auf, dieser Punkt. In unserer Gesellschaft lassen sich unzufriedene Leute nicht ums Verrecken vom Gemeinwesen trennen. Also dieses Sagen, ja, dann beurteile ich mal, worum es hier geht. Und dann sehe ich ja, welche Rolle mein Interesse hier spielt. Das kommt nicht vor. Und da ist übrigens, wenn man sagt, wie kritisiert man Nationalisten? Naja, fordere mal die Leute dazu auf. Dann prüf doch mal, was du eigentlich davon hast. Prüf doch mal, als was du hier vorgesehen bist. Distanzier dich mal und denk nicht immer gleich von deiner Verwiesenheit und deiner Abhängigkeit von dem Staat und seinem Gelingen her. Also je schlechter es den Leuten geht, desto schlechter muss es um Deutschland stehen. Und desto radikalere Schritte halten die Leute für seine Rettung angebracht. Damit ist jetzt aber nicht bloß
also nächster Übergang, der Übergang hier, den ich jetzt hinter mich gebracht haben will, ist, das eigene Interesse kommt mit dem Glauben, dass es doch im großen Ganzen vorgesehen ist, wird es überhaupt bloß vorgetragen und dann wird die Identität behauptet, wo man gerade das Gegenteil erlebt. Wo man gerade erlebt, dass man nicht zum Zug kommt, wird behauptet, eigentlich ist doch das Ganze für mich da. Eigentlich ist doch mein Erfolg auch gewollt. Und dann ist man sich sicher, es muss was schiefgelaufen sein. Dann steht es um Deutschland schlecht. Dann ist die Ordnung durcheinander gekommen. Dann ist, ja, na gut, sagen wir so weit. Und damit hat man jetzt nicht bloß den Fehler gemacht, der besprochen ist, sondern man hat einen Übergang gemacht. Nämlich jetzt ist dann die Ordnung der ideelle Sorgegegenstand. Ja, der Mensch entfernt sich jetzt dann von seinem Ausgangspunkt. Erst war er unzufrieden, dass mit seinem Erfolg es nicht so steht, wie er sich's eingebildet hatte. Also arbeitslos oder das Geld wird immer weniger wert und der Lohn ist knapp oder man durchläuft die Schulen und scheitert dran. Es gibt ja tausend so bürgerliche Schranken und Enttäuschungen und Fälle, wo das Interesse nicht aufgeht. Der Ausgangspunkt dieser Kritisiererei ist schon das eigene Interesse. Also, ich bin Deutscher, ich glaube an Deutschland, aber es steht nicht gut um mich, also muss in Deutschland was schiefgelaufen sein. Ja? Da bleibt immer noch das Interesse der Antrieb. Aber wenn ich jetzt auf dem Standpunkt stehe, in Deutschland läuft manches schief, da dreht sich's um. Da wird auf einmal der betroffene Bürger praktisch zum ideellen Bundeskanzler. Deutschland gehört anders, besser geregelt. Und von dem Standpunkt aus interessiert jetzt auf einmal alles. Muss nichts mehr zu tun haben mit dem ursprünglichen beleidigten Interesse. Wer erstmal den Standpunkt einnimmt, in Deutschland läuft manches schief, der fängt an und wird zum Aufpasser drauf, ob die Politiker auch sich nicht bestechen lassen, ob die Polizisten auch immer ihren Dienst tun, ob die Leute auch die Straße kehren. Ja, das kann ganz ins lächerliche Kleine gehen, aber der Hauptgedanke ist, dann ist man auf einmal wirklich Parteigänger des Erfolgs des gesamten Ladens und dass man irgendwann einmal einen Grund gehabt hat, in der eigenen Unzufriedenheit sich deswegen einzumischen, das wird überrundet von dem viel weiterreichenden Gedanken, es muss alles funktionieren, sonst ist ja kein Wunder, wenn die Leute unzufrieden sein, Grund zur Unzufriedenheit haben oder bekommen. Also das ist jetzt so ein Fall, schaut euch die Republik an. Lauter ideelle Bundeskanzler, ideelle Nationaltrainer, also die Fußballschauer, ne, die wissen doch immer, was der Coach falsch gemacht hat. Dieses, ich nehm jeden Standpunkt jedes Amtes ein und weiß es für das Amt besser. Ja, das ist auch wichtig, das ist nicht die Konsequenz, dass man das alles so klasse findet, sondern das ist in der Regel die Konsequenz von Unzufriedenheit. Also auch da, na, hat der Thomas Ebermann gestern Abend gesagt, er schaut die Leute an und alle sagen im Großen und Ganzen, sie sind zufrieden. Naja, dann hat er ja weiter gesagt, aber glücklich sind sie nicht. Ja, erinnert ihr euch, ne? Gut, es ist schon eine hohe Messlatte, quasi eine Gesellschaftsordnung, am Glücksgefühl der Leute zum bemessen zu wollen. Aber egal, wichtig ist mir der Punkt mit der Zufriedenheit. Man muss sehen, dass alle nationalistischen Übergänge nicht aus Zufriedenheit entstehen, sondern aus Unzufriedenheit. Es ist nicht so, dass Leute, wenn sie Nazis werden, dass sie sagen, ist alles so klasse, sondern die sind der Meinung, es ist alles ganz verkehrt. Sie machen ihre Unzufriedenheit auf Basis ihrer Loyalität und auf Basis ihres Glaubens, dass doch für sie auch, an sie auch gedacht sein muss. Auf der Basis werden sie unzufrieden. Oder nein.
Sie tragen ihre Unzufriedenheit immer unter der Prämisse vor, dass sie loyal zum Ganzen sind und im Ganzen doch auch ihr Erfolg mit vorgesehen sein muss. Und von da aus kommen die Übergänge zustande. Man sucht Schuldige dafür, dass im Land vieles verkehrt läuft. Da haben wir einen neuen Übergang, einen neuen Punkt, auf den es aufzumerken, den es sich lohnt aufzumerken. Die Kategorie Schuldige ist weit weg von dem rationalen Gedanken Interessensgegner. Ja, ich kann sagen, Interessensgegner, ja, die wollen halt immer möglichst wenig Löhne zahlen und wir wollen immer möglichst wenig arbeiten und viel Löhne kassieren. Ja, so das ist ein Interessensgegensatz. Da kann man ganz cool sein und sagen, naja, ich weiß schon, du willst das andere, aber ich will das andere. Und dann hat man halt einen Gegensatz, den letzten Endes bloß die Gewalt entscheiden kann. Aber man ist da nicht bösartig oder böse, sondern man weiß halt, das sind welche, die wollen, dass ich für sie billig arbeite. Naja, lasse ich mir es bieten, lasse ich mir es nicht bieten. Da ist ja gar kein Hass im Spiel, ja. Aber wenn ich auf dem Standpunkt des Gemeinwesens stehe und mein Dogma, das Gemeinwesen ist doch eigentlich in Ordnung und auch für mich da, jetzt, und meine Erfahrung, es ist überhaupt nicht für mich da oder nicht so, wie ich gedacht habe, dann kommt da ganz andere Ebene rein, nämlich hier vergehen sich welche an unserer Lebensform, an dem Gemeinwesen, das wir doch alle brauchen. Und dann ist der Gegner kein Gegner mehr, der halt was Entgegengesetztes will, sondern dann ist der Gegner ein Verbrecher. Ein Verbrecher, der sich versündigt an uns. Ja. Ich habe eine kurze Frage, und zwar, du hast ja gesagt, also vor dem Schritt jetzt zum Nationalismus ist ja erstmal da eine Unzufriedenheit wegen der Beschädigung seines Interesses. Also ja. Zum Beispiel, vorhin war ja Vollbeschäftigung und so. Also wenn es keine Vollbeschäftigung gibt, dann ist immer noch eine Krise, obwohl ja die Konjunktur schon hochgeht. So, aber später kann es ja auch sein, dass man, wenn man dann sagt, ja, dann läuft wohl der gesamte Laden läuft irgendwo falsch, weil jemand irgendwas falsch gemacht hat. Ich nehme den Standpunkt von Deutschland ein und sage, das muss richtig laufen, damit und so weiter. Dann kann man es aber auch wieder gegen das eigene Interesse danach wieder wenden. Ja. Also wenn später nochmal drankommt, dann bin ich auch gleich ruhig, aber ich meine... Nein, du sagst, das ist gut, ja. Also ich meine das Beispiel mit eben das Krisending, mit dass man bereit ist, auch... was weiß ich, auf Lohnzuschläge zu verzichten oder auf sonst was, ja. Heißt ja, dass man dann das allgemeine Interesse gegen sein eigenes Privates richtet. Ja. Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht ein Widerspruch dazu ist, dass es erstmal aus der Beschädigung des eigenen Interesses, also das ist ja irgendwo ein Widerspruch. Ne? Also wenn man sagt, mein Interesse ist beschädigt, deshalb nehme ich den Standpunkt der Allgemeinheit ein, weil mein Interesse darin vorkommen müsste, und danach richtet man den Standpunkt der Allgemeinheit gegen sein eigenes Interesse. Bin ich mir nicht sicher, ob das nicht irgendwie ein Widerspruch ist, der gar nicht irgendwie so passt. Ist der Punkt klar? Doch, mir ist er voll klar. Nur, das ist ein Widerspruch, der genau zu diesem Standpunkt dazugehört. Also ich... Weißt du, das ist nicht ein Widerspruch in der Erklärung, so nach dem Muster, da haben wir was falsch gemacht, wenn wir da landen, sondern das ist wirklich ein Widerspruch im nationalen Denken. Du hast zwischen Interesse und Bedingung des Interesses. Also ich will mein Interesse nach Lohn irgendwie verwirklichen, dafür muss aber die Bedingung des Interesses, dass ich meinen Lohn bekommen kann, auch erfüllt sein, nämlich muss es eine funktionierende Wirtschaft geben. Deswegen nehme ich von meinem Interesse Abstand, um die Bedingung, dass ich mein Interesse überhaupt verfolgen kann, nach wie vor zur Verfügung zu haben. In der Hoffnung dann vielleicht auch, oder vielleicht auch nicht, hinterher das Interesse wieder folgen zu können. Oder? Ja, und? Ich wollte nur, zu dem, was du gerade gesagt hast, Claudio, mir erscheint noch, dass das, was du gesagt hast, Peter, also mit dem Hass, also ganz, ganz gut aufzeigt, also da auch eine Verbindung ist, weil wenn die Leute erstmal den Schritt gehen und sagen, ich bringe ja Opfer für die Allgemeinheit, so, also da entsteht ja auch, also begründen die Leute ja ganz oft, wieso sie dann Leute tatsächlich hassen, weil sie sagen, ja, diese ganzen Schweine, diese ganzen Sozialschmarotzer und so weiter, die bringen ja Opfer ja nicht, was ich bringe. Also da wird dann gesagt, so, das ist der eigentliche Verrat, dass die das alles nicht machen, was ich alles hinnehme, um fürs große Ganze zu sein. Und dann wird die Begründung dafür, dass die eigenen Interessen beschädigt sind oder werden, auch eher da gesucht, oder?
als in den Bedingungen, denen man selber unterliegt. Also ich weiß nicht, also so wie du das gerade beschrieben hast, stimmt das natürlich, aber ich weiß nicht, also ob das bei den meisten Menschen, die sich vor die Situation stellen, dieser Gedanke so gemacht wird. Ich denke, da wird dann die Ursache eher halt in anderweitig verordneten Faktoren gesucht, also in Migranten oder sonst. Naja, wir haben jetzt mal bisher, weil bloß wegen der Ordnung der Argumente, das ganze Verhältnis des Staats nach außen und damit auch des Nationalisten nach außen, so zu anderen Staaten und zu Menschen anderer Staaten, einfach erstmal vorläufig weggelassen. Natürlich gehört es immer dazu und man weiß ja auch, der Hauptsache der nationalistischen Radikalisierungen beziehen sich immer aufs Außenverhältnis. Aber es ist wichtig, erstmal zu verstehen, dass das Ganze auch ein Innenverhältnis ist und dass man das nicht identifiziert gleich mit dem Verhältnis zu Ausländern oder so. Es ist erstmal ein Innenverhältnis und dann hat es seine Außenseite. Also das war mal erstmal für sich wichtig. Ja? Und jetzt nochmal zu dem ganzen Argument, okay, die Reihenfolge. Natürlich blickt jeder von seinen Interessen aus aufs Ganze. Er will, dass er auch zu was kommt. Klar. Jetzt haben wir schon ein paar Schritte hinter uns. Die Schritte heißen, die Loyalität zum Ganzen. Den Staat brauchen wir. Sonst haben wir gar keine Interessen. Ja? Das ist so das Prinzip. Das ist mal vorausgesetzt. Dann der Glaube, dass doch eigentlich das zusammengehen müsste, mein Interesse und die Gesellschaft als Ganze. Und von dem Glauben her wird jetzt Kritik geübt. Das Argument, dann liegt was im Argen, wenn es mit mir schlecht steht. Dann kommt der Übergang, dann muss man sich ums Ganze kümmern, dass das Ganze wieder in Ordnung kommt. Und darin steckt dein Argument. Und dann ist auch mein Interesse, was der ursprüngliche Antrieb überhaupt meines ganzen Gemeckers war, eingeordnet in das, dass man sich ums Ganze kümmern muss und dann muss auch meines zurückstehen hinter den Erfordernissen des Ganzen. Und auch das führen uns die Gewerkschaften unglaublich vor. Also das natürlich, die ganze Organisation gibt's, weil die Lohnarbeit drum kämpfen muss, dass es eine Bezahlung gibt, von der man leben kann. Sonst ohne Gewerkschaften gibt's die gar nicht. Also, es ist ein Interessens, es kommt vom Interesse her. Dann, unser Interesse braucht natürlich die Nachfrage des Kapitals nach Arbeit. Also, darf das, was wir für uns wollen, nicht so weit gehen, dass es das Wachstum und damit das Schaffen von Arbeitsplätzen bremst, behindert, gefährdet. Das kennen Sie alle selber schon. Die Gewerkschaften wissen doch auch um ihre Macht und achten darauf, dass sie nicht zerstörerisch eingesetzt wird. Die könnten doch alles kaputt machen, wenn sie wollten. Sie sind so verantwortlich, dass ihnen das gar nicht einfällt. Und das schließt dann als Drittes ein, ja, und wenn die Konjunktur krankt, wenn es nicht gut steht mit dem Gang der Geschäfte und dem Schaffen von Arbeitsplätzen, dann sieht die Gewerkschaft selber ein, dass ihre eigenen Errungenschaften von gestern heute Beschäftigungshindernisse sind. Ja, ich benutze auch gleich die Wortwahl, wie das immer aufkommt in diesen Artikeln und Diskussionen. Beschäftigungshindernis, die Lohnhöhe ist ein Beschäftigungshindernis. Ja. Der ganze Niedriglohnsektor ist nicht einfach ohne die Gewerkschaft und nicht einfach gegen die Gewerkschaften etabliert worden, sondern immer mit einer gewissen Einsicht der Gewerkschaften darein, dass es sowas braucht. Dann versuchen sie natürlich innerhalb dessen, was dann eingerichtet wird, wieder Unterscheidungen zu machen. Also zum Beispiel Zeitarbeit, soweit sie zum Abgelten von Arbeitsspitzen passt, ist okay. Zeitarbeit, so, wenn sie zur Dauerverhältnis wird, ist nicht mehr gut. Ja, solche Unterscheidungen machen sie dann. Wobei man auch sagen muss, das Abfedern von Arbeitsspitzen hat doch auch keinen anderen Gehalt, als dass das billig zu haben ist mit Zeitarbeitern. Müssten Sie sie halt mehr bezahlen, wenn Sie die Arbeitsspitzen ohne diese Liberalisierungen der Arbeitsmarktgesetze
abdecken wollten, die Unternehmen. Gehen wir zurück zu dem Gliederungspunkt 5. Ja, und da hatten wir jetzt ja schon gemacht. Das ist der Seitenwechsel da oben. Wir haben eine ganz andere Ebene als die Ebene der Interessen erreicht. Die mögen dahinter stehen, die mögen der Ausgangspunkt der Kritiken sein, aber die Kritiken heißen jetzt, welche versündigen, und zwar durch ihre Interessen und durch ihren Materialismus, versündigen sich am Gemeinwesen und sind dadurch, ja, nicht Gegner, sondern Übeltäter. Ja, und da passt jetzt, denkt mal hin, wie es über die Banker ging, ja, Bankster. Ja, da hat die Kritik längst die rationelle Ebene verlassen. Die Ebene, ja, was treibt denn das Finanzkapital so? Wie gehen denn die Geschäfte in Banken und Investmentfirmen? Nein, dann könnte man das rauskriegen, wie sie gehen und worin sie bestehen. Dann braucht man die Typen nicht hassen, sondern man muss halt wissen, dass man sie abschaffen muss. Das ist aber was vollkommen anderes, ne? Was vollkommen anderes, als sagen, die sind, ja, die Schmarotzer am Volkskörper. Die sind die Kaputtmacher von unserem guten Funktionieren. Und diese Ebene, dass man jetzt auf der Ebene von Pflicht ist, von Pflicht und Sünde, also Pflicht und Verstoß gegen Pflicht, nicht mehr auf der Ebene von Interessen. Das ist mir jetzt wichtig gewesen zu sehen. Das gehört zu dem Denken dazu, das eben nie beurteilen will, ob das Gemeinwesen für einen da ist, sondern immer von dem Dogma her, das müsste doch für mich da sein, urteilt. Ja, ich wollte es auch mit den Bankstern machen, ich wollte es auch insgesamt deutlich machen, dass das nationalistische Kritisieren oder das Kritisieren von der Loyalität zum Staat her, dass dieses Kritisieren nicht nur faule Arbeitslose ins Visier nimmt. Mit dem Gedankenschema, das geht gut auf Politiker, die nur in die eigene Tasche wirtschaften, Kapitalisten, die nur an den Profit denken. Ja, das sind auch so Sätze, denkt man sich immer, ja, und was sollen sie noch denken? Aber man weiß schon, was gemeint ist. Ja, sie hätten eine Verantwortung fürs große Ganze. Das ist das andere, was gemeint ist. Und dann ist auf einmal das Privatinteresse, und zwar nicht seinem Gehalt nach, da wären wir ja wieder bei der Kapitalismuskritik, sondern das Privatinteresse beim Grad seiner Verfolgung nach, weil es rücksichtslos betrieben wird, ist es übel. Nicht, weil sein Gehalt übel ist, sondern weil es rücksichtslos betrieben wird, ist es übel. Und dann ist natürlich, was ist eingeklagt? Mäßigung, Rücksicht, Beschränkung. Damit wären wir ungefähr bei der sechsten These. Also dadurch, dass das Privatsubjekt in der Verfolgung seiner Interessen, die Notwendigkeit erkennt, die eben beschneiden zu müssen, leitet es dann auch wiederum diesen Anspruch ab, personelle Kritik zu üben, wo es das nicht sieht, diese Beschneidung, also beim gierigen Banker zum Beispiel. Ja, nur das Zwischenglied war jetzt bei dir nicht mehr drin. Das geht alles über ein Urteil drüber, dass es ums Ganze schlecht steht. Denkt mal bei den Bankern. Ja, wer hat denn eigentlich früher gemeint, dass die zu viel verdienen? Es ist doch überhaupt nicht vorgekommen. Die haben halt ihr Geld verdient und es waren Millionen im Jahr, was so ein Investmentbanker kriegt. Naja, hat er halt gekriegt. Solange die Spekulation aufgegangen ist, die betrieben haben, solange sie mit einem ein Papier abgelöst haben, die Zahlungspflichten aus einem Schuldverhältnis abgelöst haben durch ein neues und das neue wieder Käufer gefunden hat, solange hat doch niemand gemeckert. Kaum geht es umgekehrt, jetzt platzen diese Papiere, jetzt gibt es den großen Crash, die Lehman Brothers Bank geht unter, riesige Folgen in der ganzen Weltwirtschaft. Jetzt geht's los. Und wer hat unser gutes Funktionieren kaputt gemacht? Man merkt auch da, nationalistische Kritik,
ich habe ja vorhin schon gesagt, die will gar nicht wissen, was ist denn das Finanzkapital eigentlich für eine Abteilung Geschäft. Die will auch nicht wissen, wie da Gewinne gemacht werden, sondern steht eigentlich auf dem Standpunkt, auch das hat doch einen Dienst zu leisten. Und die Kritik heißt dann, aus Raffgier haben sie ihren Dienst versaut. Ja, weil sie es übertrieben haben mit dem Abkassieren, haben sie den Dienst kaputt gemacht, den wir alle doch brauchen. Man merkt, wie affirmativ, wie viel Anerkennung für die finanzkapitalistische Geschäftemacherei drinsteckt, wenn man denen vorwirft, durch Abzockerei was kaputt gemacht zu haben. Aber da gibt es auf der anderen Seite, gerade von bürgerlicher Seite, auch oft die Kritik, dass Finanzkapital gar nicht gebraucht werden würde oder sowas. Das wird ja ein bisschen der Argumentation von denen abgesprochen, oder? Ich habe mehr das Problem, das kenne ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so ist. Büso oder so mit diesen Wahlplakaten, ne? Die reale Wirtschaft gegen den Finanzgiftmüll gerettet werden soll, aber das eigentlich wird ja immer die gute Funktion der Banken sich zurückgewünscht, nämlich das Geld dort zu schaffen, wo es hingehört. Was behauptet wird, dass die gute Funktion der Banken wäre. Ja. Ja, wie soll die Wirtschaft ohne Banken laufen? Das Finanzgeschäft eingebrochen ist, war doch gleich die Debatte, ja und wer finanziert jetzt Investitionen? Ja, also das ist immer gleich und natürlich der Gedanke ja ist bei all den Kritikern, das Finanzkapital als Dienst an der realen Wirtschaft ist gut und schön, aber als eigenes Geschäft, das die Realwirtschaft schädigt, ist es ja, Kaputtmacherei, ein Verbrechen. Und nach der Seite hin gibt es den Vorwurf. Also das sind natürlich Ausnahmen, linke Ausnahmen, die sagen, wir brauchen gar keine Banken, die Arbeit machen doch sowieso andere. Das ist ja übrigens richtig, aber ja, das ist richtig und verkehrt zugleich. Richtig, wenn man den Standpunkt, wirklich den Standpunkt des Gebrauchswerts einnimmt. Und da muss man ja zugeben, Banken tragen zum Reichtum der Nation nichts bei. Wenn man den Stand, aber das heißt wirklich den Standpunkt des Gebrauchswerts einnehmen. Den Standpunkt einnehmen, wie viele Häuser und Essen und U-Bahnen kommen denn so zustande im Land. Da kannst du sagen, Banken tragen da nichts zu bei. Denkst du an kapitalistisches Produzieren von Essen und Häusern und U-Bahnen, musst du sagen, ja ohne Vorfinanzierung geht gar nichts. Also im Kapitalismus sind die Banken total nützlich und nötig. An und für sich tragen sie überhaupt nichts bei zum Reichtum der Gesellschaft. Aber man muss das richtig sortieren. Wenn dann einer sagt, im Kapitalismus bräuchte man sie doch nicht, der hat nicht mehr recht. Gut, war ein Exkurs zum Bankwesen. Hat bloß seine Rolle gehabt zu dem, ach ja, dass wir halt von dem Stichwort Bankster, also von dem Gedanken, da werden die die Investmentbanker deswegen, weil es daneben gegangen ist, ihr Spekulation, und weil sie wirklich natürlich den Wirtschaftseinbruch damit ausgelöst haben, werden sie als Verbrecher am Gemeinwesen gebrandmarkt. Mit dem, was ich bisher oder wir bisher besprochen haben, ist jetzt für den Punkt 6 noch ein neuer Gedanke mitgegeben. Nämlich der Glaube ans Gemeinwesen, der Glaube an die Nation und die Forderung, alle müssen da ihren Beitrag leisten und alle müssen sich da unterordnen. Ist entgegen dem Bild, sagen wir dem Bild, wie es in Stuttgart gefeiert worden ist, vor 2 Tagen, ja, wie heißt es, wie hieß es, in unserer Vielfalt sind wir einzigartig oder so. Ja? Zusammen einzigartig, ja. Und da ist auf die Vielfalt verwiesen worden, wo dann
durfte man denken an die Vielfalt der Bundesländer, an schwäbische Spätzle und fränkische Bratwürste und Dresdner Stollen. Aber man durfte auch denken an die Migranten, die jetzt dazugehören. Ja, Deutschland integriert seine Zuwanderer und auch da ist Vielfalt in Einheit. Es wird so getan, als ob die Nation an Feiertagen dann wenigstens, ja, eine harmonische Gesamtheit wäre. Ja, alle wirken zusammen, alle gehören zusammen, alle wirken zusammen. Tatsächlich ist, und das merkt man an den Argumenten, die da so als Kritiken und als Vorwürfe fallen, tatsächlich ist Nation zu keinem Zeitpunkt eine harmonische Vorstellung einer Gemeinschaft. Es ist wirklich wichtig. Ich kenne mehrere kritische, also Anläufe linker Kritik am Nationalismus. Ich glaube, was ich jetzt vom geistigen Auge stehen habe, ist die Broschüre von Ums Ganze dazu. Oder ein Teil aus der Broschüre. Da sagen die, die Menschen imaginieren sich wegen der Konkurrenz, in der sie stehen, wegen dem Gegeneinander des Alltags, imaginieren sie sich eine harmonische Menschengemeinschaft. Und da möchte ich erstmal davor warnen, da ist nichts mit harmonischer Gemeinschaft. Die Vorstellung der Nation ist nichts als, ich habe das hier geschrieben, als das ist Idealisierung von Herrschaft. Die Vorstellung heißt nicht, in der Wirklichkeit ist zwar ein böses Gegeneinander, aber in der Idee ist alles eine prima Wohngemeinschaft. Sondern das ist, die Idee der Nation ist bösartig. Die Idee der Nation ist, das ist eine verpflichtende Gemeinschaft. Der hat sich jeder unterzuordnen. Also Nation ist nicht Harmonie nach dem Muster und dann in dem Gemeinwesen ist doch alles prima versorgt und haben es doch alle schön. Sondern es ist die Vorstellung einer verpflichtenden Gemeinschaft. Einer Gemeinschaft, die Unterordnung verlangt und die auch nur gelingen kann, wenn alle sich unterordnen. Wenn alle auf ihren Egoismus Verzicht tun. Und dann ist auch das Lohnen neu definiert. Das Lohnen heißt dann auch nicht mehr, und wenn alle sich schön brav sind und sich an alles halten, dann kommt doch für alle wunderbar was raus. Sondern auch das Lohnen ist dann neu definiert als, dann kriegt jeder, was ihm zusteht. Was ihm zusteht, ist was anders als was er will und was er braucht. Was ihm zusteht, ist, was ihm von dem Blick von oben auf ihn zugebilligt wird. Ja, auch das ist ganz wichtig, das nationale Denken ist kein harmonisches und der Nutzen, der sich jetzt versprochen wird, ist nicht mehr der Nutzen des eigenen privaten Materialismus, sondern es ist die Belohnung für Unterordnung, die Belohnung für Dienst. Es kommt ja auch wieder über seinen Chef ab. Also keiner stellt sich ja irgendwie, die Härten sind den Leuten ja schon klar, irgendwie, wenn sie den ganzen Tag schuften, muss man über den Chef abends abkotzen, aber im Nachhinein dann dennoch irgendwie es dadurch legitimieren, dass sie halt eine Dienstleistung dafür dann auch die Anerkennung kriegen im ersten Mal. Ich habe einen Augenblick zu lang auf das Wasserglas geschaut. Ich hab den Gedanken, den du sagen wolltest, nicht gescheit erfasst. Also, ich wollte eigentlich nur sagen, um es auch für mich selbst so zu wiederholen, dass die Härten des kapitalistischen Alltags, die Leute ganz genau mitkriegen. Sie müssen arbeiten das, gehen, das soweit habe ich es verstanden und soweit, ja. Die ganze Zeit und abends am Stammtisch kotzen sie derbe über den ab. Also, es ja. ist kein harmonisches Verhältnis, aber sie beziehen sich ja dann doch irgendwie wieder auf das große Ganze, auf das Gemeinwesen, auf das Deutschland. um sich diese Härten dann irgendwie erträglich zu machen, weil sie sagen, ja gut, das gleicht es dann schon irgendwie aus. Meinst du so in dem Sinne von, ich habe übel den scheiß Job, aber schaff du das erstmal? Nee, ich meine, ich habe übelst den scheiß Job, aber dafür bin ich ja hier in Deutschland gut aufgehoben. So. Also mir passiert ja nichts, der Staat passt auch nicht auf und wenn ich Invalide werde,
kümmern sie sich um mich, ich habe eine Krankenversicherung und diese Sachen und so weiter. Was mal zum das Argument, die Herden sind den Menschen bekannt. Ja, und darüber wird geklagt. Ja. Wie du es zusammenfasst, hast jetzt aber was anders im Auge, als was ich im Auge gehabt habe. Nämlich, du hast im Auge, wie wenig harmonisch das ist, weiß doch jeder von seinem Alltag, von seiner Praxis, die Herden sind bekannt. Ich wollte sagen, es ist nicht so, dass die Herden des Alltags und die Gegensätze bekannt sind, dem aber ein harmonisches Ideal gegenübergestellt wird von einer Menschengemeinschaft, in der doch alles bestens wäre. Sondern ich wollte sagen, selbst das Ideal ist schon ein bösartiges. Das war mein Gedanke gewesen. Nation, das war jetzt vorhin die Rede von, Nation ist die Vorstellung einer verpflichtenden Gemeinschaft. Das ist nicht die Idee, wir passen doch alle prima zusammen und es ist doch alles bestens, sondern es ist die Idee, jeder muss sich unterordnen, nur dann geht's. Also das war jetzt jedenfalls die Betonung, auf die es mir angekommen ist. Und es steht nicht im Widerspruch zu der ersten Hälfte, wie du geredet hast, nämlich jeder kennt doch die Herden, sondern ich wollte jetzt sagen, und den Herden gegenüber wird ein Ideal aufgebaut. Das Ideal der Nation. In dem Laden ist doch für alles gesorgt. Aber dazwischen gehört, es ist für alles gesorgt und es müsste auch irgendwie funktionieren, wenn jeder sich konsequent unterordnen würde. Und an der Stelle sind wir jetzt, also wollte ich jetzt sein, ja. Jetzt, du möchtest dich schon die ganze Zeit. Es ist ja nicht nur dieses, in Deutschland bin ich ja trotzdem noch auch gut aufgehoben, so. Da steckt ja ganz oft dann auch noch trotzdem, also nee, zusätzlich noch ein total positiver Bezug auf den Staat und die Rechte und so, die man hat da. So wenn der Chef einfach ein zu großes Arschloch ist und einen zu doll ausbeutet, dann ist es ja gut, dass es den Staat gibt, weil gibt ja das Arbeitsrecht deswegen und der sorgt dann auch dafür, dass mein Chef nicht zu ein großes Arschloch zu mir ist. Also als Ergänzung ein bisschen hätte ich jetzt. Ja, und da kommt vielleicht das Argument schon auch vor, wie du sagst, naja, und dann gibt es doch die Gesetze und dann gibt es doch Grenzen und so weiter. Die schärfere Fassung von dem ist, dass die Zustimmung in ein eigentlich verpackt wird. Die Wirklichkeit ist scheiße, aber eigentlich, nämlich wenn es mit rechten Dingen zuging, wenn dafür gesorgt würde, dass alle ihre Pflicht tun, eigentlich müsste der Laden doch in Ordnung sein. Also es findet, du kannst auch sagen, das ganze Wählen funktioniert eigentlich so, dass eine Zustimmung zum Gemeinwesen über die Ablehnung der aktuellen Regierungstätigkeit zustande kommt. Eigentlich wäre es doch richtig. Da, wenn man den Standpunkt mal eingenommen hat, kann man durch keine Enttäuschung von Interessen mehr verunsichert werden. Weil nur im Eigentlichen ist die Welt in Ordnung. Und im Wirklichen weiß man ja schon, dass alle was anders machen, als sie sollten. Ja, dieses moralische Weltbild, das einfach dann lauter Lumpen kennt. Ja, wo man hinblickt, nur Egoisten und welche, die immer nur an sich denken. Gut. Jetzt die Kritik ums Ganze kapier ich nicht wirklich. Ja. Was da gesagt wird, hast du ja gesagt, da steht, die Naturalisten idealisieren sich oder imaginieren sich eine harmonische Gemeinschaft. Ja. Also, und zwar mit dem Argument, also in der Broschüre heißt, weil sie im Alltag immer kujoniert werden und weil sie im Alltag das Gegeneinander der Konkurrenz erleiden müssen, imaginieren sie sich als Gegenbild eine harmonische Gemeinschaft in Form der Nation. Genau. Und
dass diese harmonische Gemeinschaft durch die Unterordnung aller und die Opferbereitschaft aller unter die eine Herrschaft erreicht werden soll. Heißt ja nicht, dass das nicht irgendwie der Wunsch nach einer harmonischen Gemeinschaft ist, weil die Idee, das Ideal der Volksgemeinschaft, der solidarischen Volksgemeinschaft, so, die vielleicht im Faschismus am allersolidarischsten ist, so, ist ja eine Vorstellung der Harmonie. Ist ja eine. Ja, also das setzt doch erstmal eine Herrschaft voraus. Also das setzt doch voraus, dass sozusagen alle Leute die ganze Zeit sich erstmal dem unterordnen müssen. Das ging nur darum, wenn du halt Harmonie sagst, dann klingt das irgendwie nach Schlaraffenland oder sowas. Nee. Also dann klingt das erstmal danach, dass deine Interessen vielleicht mal grundsätzlich zusammenpassen, dass die Leute dann grundsätzlich da ein niedriges Gemeinschaftswerk haben, wo man irgendwie gemeinsame Zwecke verfolgt. Während der eigentliche Witz ja ist, dass die alle ganz genau wissen, also auch in der Idealwelt der Nation gibt es einen Staat, und da gibt es immer einige, also da gibt es immer irgendwelche Verbrecher oder sonst was, die man runterdrücken muss. Ja, aber also die Idee davon ist ja die gemeinsame Verfolgung eines Zweckes, und zwar als Volk. Also die Volkswirtschaft, das drückt es anders aus als das Volk, das in harmonischer Arbeitsteilung gemeinsam seine Wirtschaft verwaltet, sozusagen. Das ist doch genau diese Vorstellung dabei. Ich finde die Differenz ist doch die, wenn so ein Nationalist sagt, um sich seinen Schaden zu erklären, sagt er, die anderen haben wieder die Pflicht verletzt. Die Hartz-IVler liegen auf der Frauenhaus und kassieren das ganze Geld, während ich arbeiten gehe. Die Lehrer machen sich in der Schule gemütlich, anstatt sie die Kinder gescheit ausbilden. Deswegen wird aus meinem Kind nichts mehr oder nicht das Richtige. Da ist es doch immer so, dass sie sich ihren Schaden damit erklären, dass sie sagen, andere haben ihre Pflicht nicht getan. Und in dem Wort Pflicht steckt immer drin, du hast dich deinen Aufgaben, die dir von oben zugeordnet wurden, denen hast du dich nicht untergeordnet, denen hast du dich nicht akkommodiert. Und das ist was anderes, wenn die von der Harmonie sprechen. Wenn du sagst, eigentlich ist ein harmonisches Miteinander, dann würdest du nie sagen, du hast deine Pflicht nicht getan. Sondern wenn du sagst, es ist ein harmonisches Miteinander, dann unterstellst du, eigentlich haben alle den gleichen Zweck. Aber wenn alle den gleichen Zweck haben oder an einem Strang ziehen, dann musst du nicht sagen, du hast deine Pflicht nicht vernachlässigt. Das ist was anderes. Akkumuba. Angepasst, Akkumuba. Kommod, verstehe ich. Kommod kennst du, ne? Bequem. Kommod? Kommode kennt man. Die Kommode kennt man. Ja gut, das führt jetzt zu weit. Nein. Hat es getaugt? Also, ich bin nicht sicher, aber ich will noch nicht ewig auf den Punkt irgendwie der Harmonie rumreiten. So. Doch, der Punkt hat schon was. Auf der Grundlage, also dass man sagt, alle haben sich dieser Herrschaft unterzuordnen, damit diese Gesellschaft auch irgendwie harmonisch, in einem harmonischen Einklang funktioniert. Ja. So, also dieser Gedanke ist doch selber möglich. Und, das ist ja auch irgendwie, also wenn man sagt, die Ausländer wollen sich nicht integrieren, die Arbeitslosen hängen auf der Couch und wollen nicht arbeiten gehen. Das heißt also, sie vernachlässigen ihre Pflicht als Staatsbürger. So. Heißt es, ja gut, das ist der Fehler von irgendwelchen einzelnen Schmarotzern dieser Gesellschaft, die durch ihren Egoismus, durch ihre Amoralität verhindern, dass dieses Gemeinwesen ein harmonisches ist. Und das bedeutet doch, dass man sich tatsächlich ein harmonisches Gemeinwesen idealisiert hat, das allerdings dadurch zu erreichen ist, dass alle sich darunter unter die Herrschaft unterwerfen. Also ich glaube nicht, dass ich unbedingt Harmonie und gemeinsame Zwecke und so. Also das war mein Punkt, ich sehe keinen Widerspruch dazwischen, zu sagen, alle sollen sich dem unterwerfen, dann ist alles schön harmonisch. So, aber das sollte jetzt schon auch das Argument sein. Wenn Harmonie bloß durch Unterwerfung, wenn Harmonie bloß dadurch zu haben ist, dass alle mit ihren Anliegen zurückstecken müssen, dann ist die das ist ja das Bekenntnis dazu, dass keine Harmonie vorliegt. Dass die Interessen eben nicht von sich aus zusammenpassen. Dass mein Nutzen und dein Nutzen nicht, dass die in einem Widerspruch stehen, wenn die Idee ist, harmonisch wäre es bloß, wenn wir beide nicht zu unserem Ziel kämen. Ja klar, das ist ja ganz falsch. Das heißt nicht, dass die Leute sich das nicht idealisieren. Also dass sie sich nicht eine harmonische Gesellschaft bei vorstellen.
So. In ihrer Unterwerfung sind sie quasi harmonisch, solange sie alle unterwerfen, wenn sie alle die Fresse halten. Ja. Wenn dann irgendeiner sagt, so, hey, ihr seid doch hier voll unterworfen und was bringt es euch eigentlich, dann empfinden die es eben in dieser Harmonieunterwerfung oder Harmonie, die aus Unterwerfung besteht, eben als Störfaktor und sagen, hey, das stört jetzt meine Harmonie. Nee. Ja, die ganze Botschaft sollte sein, das nationalistische Ideal einer nationalen Gemeinschaft. Du hast jetzt das faschistische Wort, die Volksgemeinschaft, ja, das ist richtig, an das zu erinnern, ins Spiel gebracht. Das ist kein harmloses Ideal von Harmonie, sondern es ist das Ideal, also es ist, ich habe dir hier die Formulierung, Idealisierung von Herrschaft. Es ist das Ideal einer umfassenden Unterordnung und einer umfassenden, Beschneidung von Interessen. Alle müssen zurückstecken, dann kann es gehen. Ja, ist gut, das reicht schon als Argument. Demos, anderer Art. Die These 7, die ist jetzt ziemlich dürr. Und zwar deswegen, weil es da jetzt mal nicht drauf ankommt, sich jetzt praktisch den Imperialismus der Staaten zu erklären. Ihr ökonomisches und gewaltsames Verhältnis nach außen, sondern wirklich die Stellung der Bürger zu diesem Außenverhältnis der Staaten. Ja, es geht jetzt nicht darum, die Gründe für, warum Staaten Kriege führen oder warum Staaten Handelsverträge abschließen oder so. Da geht es jetzt nicht darum. Es geht darum, wer zu seinem Gemeinwesen als die eigene Existenzbedingung anerkennt. Der kann immer schon eines, nämlich das Wir von den anderen unterscheiden. Also da kommt auf einmal der Staat als nicht mehr die Abstraktion, der bürgerliche Staat, sondern als dieser Staat, meiner im Unterschied zu anderen. Und indem der national denkende Mensch seine Ordnung für seine Existenzbedingung erklärt, gelten lässt, akzeptiert, ist er der willige Knetgummi oder die formbare Masse in der Hand der Politiker, die ohne große Schwierigkeit auf alles, was ihnen vom Staatsstandpunkt aus auswärtig im Weg ist, die Aversion der Bürger lenken können. Ihr Gewissheit, mein Gemeinwesen muss funktionieren, macht sie automatisch macht sie automatisch bereit, jeden zum Feind zu erklären, den die Politiker zum Hindernis ihrer weltweiten oder auswärtigen Interessensverfolgung bestimmen. Das ist so primitiv, da kann man gar nicht mehr viel dazu sagen. Das geht ja so weit, dass oft die Öffentlichkeit in Demokratien immer schon kriegslüsternder ist, als es die Regierungen sind. Weil die Regierungen, die kalkulieren, bei denen ist die Entdeckung, dieser andere Staat ist mir im Weg, der stört mit seinen Interessen, der behindert unsere Benutzung von sich oder unsere Benutzung von Dritten. Ein Staat bemerkt es, ist dagegen natürlich, aber er kalkuliert auch seine Mittel. Er steht immer auf dem Standpunkt, ja, und mit welchem Mittel können wir dem anderen Staat jetzt, wie können wir den gefügig machen? Und wenn die Mittel nicht reichen, dann hält man sich auch mal zurück. Die Öffentlichkeit, die ist immer gleich schon fertig, wenn ein anderer Staat was macht, was dem eigenen nicht recht ist. Dann, die sind immer schon gleich dabei, ja, dann darf das doch nicht sein. Dann ist das was,
das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Und insofern haben die Politiker keine Schwierigkeit, die Völker aufzuhetzen, weil deren Loyalität zu ihrer Obrigkeit sie immer zu bereit macht, denen, die die Obrigkeit als ihre Hindernisse definiert, auch selbst die Feindschaft zu erklären. Wenn, dann gibt es Debatten wie in Deutschland um Kriege, bei denen der nationale Nutzen nicht zu sehen ist, weil es Bündniskriege sind. Diese Afghanistan-Geschichten und so. Ja, da fragen die immer, und was hat es eigentlich Deutschland davon? Und da merkt man, das ist verdammt schwer zu erklären, was Deutschland davon hat. Vor allem, weil es ja als humanitärer Einsatz verkauft wird. Naja, das ist eigentlich, das haben wir hinter uns. Das gab eine Phase des Afghanistan-Kriegs, da hieß es so. Und dann kam dieser Guttenberg als neuer Verteidigungsminister. Und der hat gesagt, ach, gehen wir es doch zu, das ist ein Krieg. Na, war doch seine große Befreiungsaktion. Es ist ein Krieg. Und das ist einerseits gut, dann ist man mit dem ewigen Sanitäterwesen und dem Schule bauen, hat man das mal hinter sich. Es geht also wirklich um was anderes. Aber dann war ja das provoziert ja auch dann die Frage, okay, und was hat Deutschland von diesem Krieg? Und das können Sie alle nicht gut beantworten. Das ist immer das Problem, ja, an der Seite der USA für die Ordnung der Welt sorgen, ne, ist dann immer das Ding. Und dann hast du immer, ja, und ist es dann bloß Dienstleisterei an der USA, an der Machtentfaltung der USA, oder was hat Deutschland als Deutschland für Nutzen? Aber was es ja schon gibt, ist eine Friedensdebatte, in der schon auch zum Beispiel thematisiert wird, darf Krieg überhaupt ein Mittel, und zwar absolut ein Mittel der Politik sein, oder darf es keins sein? Also es wird ja auch, dazu wird ja sogar irgendwie geforscht und so. Also irgendwie, das heißt, so eine gewisse Form von, ich sag mal, extrem Pazifismus oder so, ist ja schon erlaubt und ist auch eine Debatte, die scheinbar auch ganz gern geführt wird. So. Das würde dem widersprechen. Ja, ich meine auch, dass verschiedene solche politischen Ideen haben ihre Konjunkturen. Und das, was du jetzt reinbringst, hatte seine Konjunktur ungefähr 1983. Da war in Deutschland diese Nachrüstung mit den Mittelstreckenraketen gegen die Sowjetunion, wo eben auf deutsche Initiative hin eine eigenständige Atomkriegsoption gegen die Sowjetunion und ihren Block aufgemacht worden ist. Nicht nur die amerikanischen Atom-Interkontinentalraketen, sondern Mittelstreckenraketen von europäischem Boden aus können die Sowjetunion bedrohen, sind also das Abschreckungsgegenmittel dagegen, dass die Sowjetunion ihrerseits mit ihrem militärischen Potenzial was bewirken kann. Und da, was war damals, war in Deutschland der Gedanke, dieser Krieg, den die jetzt androhen, wenn der geführt wird, bleibt von Deutschland und Europa nichts mehr übrig. Und da war die Friedenssehnsucht und eine ganz patriotische Sorge um, was soll dieser Krieg eigentlich Deutschland nutzen können? Identisch. Da ist es zusammengewachsen, da gab es auch Millionen für den Standpunkt. Und da war die evangelische Kirche ganz vorn dran. Friedensbewegung in den 80er Jahren. Inzwischen halte ich das für einen Standpunkt der Vergangenheit. Es gibt in Deutschland den Standpunkt Krieg nur mit UNO-Mandat. Die Linke zum Beispiel hat ja gesagt, ja, bedingungslos keine Bundeswehr. Also jetzt auch nicht alle, aber oder nicht mehr, aber das haben die haben das doch irgendwann in so einem Papier verabschiedet, oder? Du weißt nicht besser. Die Linke hat keine Bundeswehreinsätze. Keine Bundeswehreinsätze, ja. Das ist ja eine bedingungslose Absage an Krieg als Mittel der Politik, ja, das Deutschland nicht verfolgen soll. Ja. Und das ist, und ja, nichts weiter. Das ist einer der ganz wenigen Punkte, an denen die Linkspartei, die Linke, als hochoffiziell
politikunfähig gilt. Das ist einer der Gründe, warum niemand mit ihnen koalieren will. Ich glaube, gibt es überhaupt noch einen anderen? Will ich jetzt mich nicht festlegen, ist auch nicht so wichtig. Aber das. Das ist eines der Hauptargumente, warum es eben heißt, mit so irgendwie so Mindestlohn könnten wir ja theoretisch schon mit denen reden, aber außenpolitisch und vor allem kriegspolitisch, das geht halt mal gar nicht. Also, um es nochmal anders. Ja, bitte. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Muss man heute Abend noch ein bisschen besprechen, weil jetzt da Eurokrise und Nationalismus Thema ist. Aber wenn man es jetzt hier aufkommt, Europa ist was Eigentümliches, es ist ein Supranationalismus. Nach der einen Seite, die Nationen wollen sich ja nicht aufgeben. Also sie wollen tatsächlich über ihrer Nation und dem Egoismus ihrer Nation was drüber setzen. Das drüber wird auch inzwischen sehr eindeutig begründet mit dem Argument, das du da sagst, nämlich in einer Welt, in der nächstens Amerika und China alles unter sich ausmachen können, hat Europa weltpolitisch kein Gewicht mehr oder haben wir weltpolitisch kein Gewicht mehr, wenn wir nicht mindestens uns als Europa präsentieren können. Also dann auch mit einem Binnenmarkt von 500 Millionen und einem militärischen Gewicht oder einem Steueraufkommen, das sich mit dem der USA vergleichen kann, sich deswegen dann auch entsprechende militärische Ausrüstungen zulegen kann und so weiter. Also nach der Seite hin ist die Überwindung des Nationalismus, die nach Europa innen ja heißt, ja gut, wir müssen zusammenarbeiten, bloß die Idee eines noch viel größeren. Da merkt man auch ganz. Und lass mich den Satz noch sagen, dann ist fertig. Und nach innen, das ist ja die Seite der Eurokrise jetzt, merkt man, dass der Standpunkt, wir brauchen das Größere und dem müssen wir uns unterordnen, auch überhaupt noch nicht durchgesetzt ist. Die brauchen zugleich das Größere und wollen zugleich das Größere dauernd dran messen, in jeder Hinsicht, ob es ihnen als besondere Euronationen nützt. Also der Widerspruch ist vollkommen ungelöst, der Widerspruch zwischen, wir brauchen das große Europa und wir brauchen das große Europa bloß für uns. Alle anderen europäischen Nationen sollen Mittel deutschen Erfolgs, deutschen Wachstums sein. Muss man auch umgekehrt sagen, das ganze ökonomische Europa soll Mittel französischer Weltpolitik sein, französischer Weltgeltung. Griechenland, die kleinen Staaten, da schaut es mehr anders aus. Der Kredit der anderen soll das sein, mit dem wir als Nation, die kapitalmäßig ziemlich impotent ist, der Kredit der anderen soll unser Mittel von Wachstum, Modernisierung und eigentlich das, wovon wir leben, sein. Alle wollen die anderen instrumentalisieren, immer nur für sich. Gut, das war jetzt bloß dieses. Europa ist ein doppeltes Konstrukt von Nationalismus. Alle gegeneinander und alle miteinander gegen den Rest der Welt. So, jetzt habe ich dich nicht gelassen. Ich wollte eigentlich nur auf die Debatte hinweisen, die ja gerade was die Staatspleiten angeht, bedeutet. Also sobald irgendwie ein Staat im Verdacht steht, da nicht mehr nützlich oder nicht mehr nützlich zu sein in dieser Gemeinschaft, geht sofort die Debatte los, ja, wie muss man das jetzt neu organisieren, soll man die aus der EU rausschmeißen oder zieht man eine Nord-Süd-Grenze, was auch immer, was da alles kommt. Ja, und vorläufig ist der Standpunkt, die Machteinschränkung, die mit dem Kleinerwerden der EU verbunden wäre, will man nicht. Die Hilfen, die Griechenland bräuchte, um ordentlich auf die Beine zu kommen, will man auch nicht. So, dazwischen wird die Politik gemacht. Vielleicht den Punkt 8, nämlich die Stellung zu den Einwanderern.
nochmal jedenfalls als ja, also Überlegung zu dem Thema Sache und Wahn. Also das Erste ist mal ganz grundsätzlich. Dieses Kollektiv, Nation, von dem man abhängt und dem man sich deswegen verpflichtet weiß, lebt immer, oder zu dem Kollektiv gehört immer der Unterschied zwischen denen, die dazugehören und denen, die nicht dazugehören. Und denen, die nicht dazugehören, die sind erstmal welche, die sind prinzipiell rechtlos. Jetzt merkt man, ein Staat, die wirkliche Politik, kalkuliert mit ausländischer Zuwanderung. Die will sie manchmal sogar, im Augenblick ausdrücklich. Ja, unsere Bevölkerungspyramide wird immer schlechter ausbalanciert. Wir brauchen Zuwanderung, manchmal mit dem Argument für unsere Rentensysteme, manchmal mit dem Argument, um noch 2050 an der Spitze der Weltwirtschaft zu marschieren. Solche Argumente kommen alle vor. Wir brauchen Zuwanderung. Und für die Inländer heißt es natürlich, der Staat setzt wirklich den einheimischen Konkurrenten vor die Nase. Es ist eine Form, den Arbeitsmarkt zu bewirtschaften, dass man als Staat Zuwanderung zulässt. Und das hat immer für die Inländer auch die Seite, ja, da wachsen die Löhne auch nicht in den Himmel, auch wenn die Nachfrage nach Arbeit groß sein sollte, denn Nachschub ist ja immer da. Für die Nationalisten von unten ist es erstmal ganz grundsätzlich, was haben die hier verloren? Dann, weil die nicht dazugehören, stören die mal sowieso. Ja, und dieses sowieso ist wichtig, weil das ist einerseits ist unter den ganzen Gedanken subsumiert, ja, die sind Konkurrenten am Arbeitsmarkt, vielleicht auch am Wohnungsmarkt. Aber das sowieso geht da weiter drüber hinaus. Man kann diejenigen, die nicht dazugehören, wirklich für alles, was einen stört, verantwortlich machen. Und man ist gar nicht groß im Beweis oder umgekehrt, da hilft jetzt die Kritik auch gar nicht viel. Es stimmt doch nicht, dass die Ausländer die Straßen verschmutzen. Oder es stimmt doch nicht, dass die Mieten steigen wegen der Ausländer. Ja, das kann man rational argumentieren. Aber der Gedanke, der ist so grundsätzlich, dass er sich von solchen vernünftigen Argumenten in der Hinsicht gar nicht erschüttern lässt. Der heißt ja, die haben hier schon mal gleich gar keine Rechte. Wenn die sich hier also tummeln, dann ist alles, was hier knapp ist, knapp wegen denen. Ja, auch die Arbeitslosigkeit. Man kann den Leuten leicht vorrechnen und sagen, ja, 5 Millionen Arbeitslose und 5 Millionen Ausländer. Meinst du, die Arbeitslosen kommen von den Ausländern? Da wird so ein Mensch sich gar nicht die Mühe machen, das zu beweisen, sondern der wird sagen, ist ja wurscht, die sind auf jeden Fall zu viel. Also das ist an der Stelle schwierig mit dem, weil die rechtlos sind, deswegen kann man auf ihnen alles abladen, was nicht in Ordnung, was man für verkehrt im Land hält. Gut, und jetzt lernen Sie ja, dass Sie einfach dazu übergehen müssen, die für die Deutschen der nächsten Generation zu halten. Merkt man, es findet ein richtiges Umerziehungsprogramm der Nationalisten statt. Jetzt ist eben Integration angesagt und nicht mehr rausschmeißen. Ja. Ist nicht viel eher, also es verbreitet in der Bevölkerung, dass man sagt, Einwanderung ja, aber nur die Nützlichen, also ich meine, das ist doch eher... Nur die Nützlichen, das ist eine Fassung, klar. Aber nicht generell weg. Ja. Ja, ich meine auch, generell ist bloß, dafür, dass die da sein dürfen, braucht es schon einen ganz extra Grund. Stehst? Dafür, dass du da sein dürfst, da fragt keiner, warum darf der? Der darf, weil er Deutscher ist. Bei Ausländern ist dieses, warum darf der da sein, da braucht es einen extra Grund. Und wenn es den gibt, dann lernen
Deutsche. Das dann ja was dafür spricht. Widerspricht übrigens immer dem Grunddings, eigentlich kann sie nicht her. Aber das ist ja das Moment von, da müssen Nationalisten wirklich lernen, dass wir eine Einwanderergesellschaft sind. Das müssen sie wirklich lernen und das schlucken manche nicht gut. Aber im Großen und Ganzen merkt man auch wieder, die Völker lassen sich auch erziehen. Ja, wenn der Staat ihnen lang genug sagt, jetzt können die auch dazu, hört mal auf. Ihr sollt mal euren Hass nicht mehr auf die Ausländer, sondern auf die Integrationsverweigerer richten. Ja, ja, dann tun sie halt das. Jetzt kommt mit den letzten Thesen. Da habe ich jetzt, was, das war mir noch wichtig. Das führt jetzt, das ist jetzt kein Fortargumentieren mehr in der Logik des nationalen Denkens, sondern das geht auf die Seite der nationalen Mythen. Das geht auf die Seite dieser Ursprungsvorstellungen. Nation als Produkt gemeinsamer Sprache, gemeinsamer Geschichte, gemeinsamer Rasse. Ich weiß, die letzten Fassungen, diese Fassungen von Nationalismus, werden in der Linken viel kritisiert, können gut kritisiert werden. Ist auch wirklich nicht schwer. Ja, ist auch in Ordnung, soll jetzt nicht gleich verurteilt werden. Es ist nicht schwer zu merken, dass eine Nation sich nicht durch die Sprache gründet. Ja, da ist leicht gesagt, Österreich und die Schweiz sprechen auch Deutsch und sind nicht Deutschland. Und umgekehrt, die Schweiz hat drei Landessprachen und steht als Nation keineswegs deswegen schlapp oder gespalten da. Es stimmt halt nicht, dass die Sprache die Nation macht. Und das kann man jetzt weitermachen in Geschichte und so weiter und so weiter, ob man überhaupt mit den Lothringern nicht keine gemeinsame Geschichte hat, mit den Mecklenburg-Vorpommern aber schon. Das ist ja alles, aber das ist auch wirklich leicht durchschaut. Der Hammer ist folgender. Der Gedanke solcher nationaler Ursprünge ist ein Erfordernis, ist ein Bedürfnis des nationalen Denkens, aber nicht sein Grund und auch nicht sein entscheidendes Argument. Es ist nämlich die Umkehrung, die das nationale Denken zu den wirklichen Machtverhältnissen darstellt, aus der dieses Bedürfnis rauskommt. Weil, davon war ja vorhin die Rede, die Bürger die Staatsmacht als ihre Existenzbedingung, als freie Eigentümer brauchen. Deswegen denken sie von ihrem Bedarf her den Staat. Wir brauchen den Staat. Dass tatsächlich erst einmal die Staatsmacht sie in die Position von Eigentümern buxiert haben muss, damit sie das Bedürfnis nach einer Staatsmacht entwickeln, die sie als Eigentümer schützt. Das denkt ja kein Mensch so. Das wäre ja schon eine Weise der Kritik. Also denken alle von ihrer unbedingten Loyalität zum Staat her, den Staat als Bedürfnis. Dazu gehört, dass sie nicht das Volk als Produkt des Staates und seiner Gewalt denken. Oh, was ist denn da los? Also, These 9, fangen wir so an. In der nationalen Perspektive steht das politische Herrschaftsverhältnis von Staat und Volk auf dem Kopf. Der Staat gilt den Volksgenossen nicht als die politische Gewalt, die das Volk schafft, indem sie die Menschen über die Jahrhunderte
mittels ebenso vieler Kriege unter ihre Herrschaft bringt und zusammenzwingt und unter ihnen die eine Gemeinsamkeit stiftet, die es wirklich gibt. Sie gehorchen derselben Obrigkeit. Der Staat gilt ihnen auch nicht als die Instanz, die sie von den Bevölkerungen abtrennt, die im Hoheitsbereich anderer Staaten leben, und damit auch nicht als die Quelle aller Gegensätze zwischen ihnen, sondern umgekehrt. Nationalisten sehen das Volk, sehen die Gemeinschaft, in der sie leben, als das Erste und den Staat als die aus dem Volk erwachsende politische Organisation des Daseins des Volkes. Also tatsächlich schaffen die Staaten ihre Völker. Und der Gedanke, der Staat ist für uns da, leistet die Umdrehung. Die Völker schaffen die Staaten. Die Völker brauchen die Staaten. Die Völker haben eine politische Existenz bloß dann und Schutz nur dann, wenn sie sich einen Staat geben. Diese Umdrehung, die Umdrehung ist die Quelle für diese nationalen, für die nationale Bilderwelt. Nämlich, wie denkt man sich denn jetzt eigentlich die Volksgemeinschaft ohne Staat? Ja, tatsächlich gibt es sowas nicht, denn Völker sind Produkte von Staaten. Wie denkt man sie sich? Ja, jetzt braucht man ein Bild, wo man die Gemeinschaft denkt, ohne dass die politische Macht, die die schafft und zusammenhält, schon da ist. Und jetzt kommt das Bedürfnis nach Ursprungs- und Gründungsmythen. Ja, wir können immer schon zusammen. Wir sind ursprünglich verwandt alle miteinander. Ja, das ist eigentlich der Rassegedanke. Oder wir haben dieselbe Sprache, wir haben dieselbe Kultur, wir haben dieselbe Geschichte. Das sind lauter Fassungen für, man denkt sich das Volk vorstaatlich und den Staat als bloß die äußere Organisationsweise der an und für sich schon gegebenen Zusammengehörigkeit. Ich gehe da mit, aber die Frage ist, wie genau funktionieren nationale Befreiungsbewegungen? Also, weil da wird ja auf der einen Seite, erkennt ja die Türkei durchaus teilweise an, zu sagen, da gibt es irgendwie ein Volk in meinem Volk, also da gibt es was Separates. Und auf der anderen Seite verstehen sich die Leute auch als Volk, die eine eigene Obrigkeit anstreben, obwohl sie eben noch gar nicht in der eigenen Obrigkeit zusammengefasst sind. Ja. Also aller Separatismus ist so. Da fühlt sich irgendein Kollektiv, irgendeine Unterabteilung des Staatsvolks, fühlt sich als anderes Staatsvolk und verlangt nach einem eigenen Staat, um den sich betrogen sieht, wenn es Bürger dieses Gesamtstaats ist. Ja, erstmal muss man da sagen, die Leute leben die Umkehrung auch. Ja. Es ist nicht nur so, dass das quasi ein Gedanke ist und tatsächlich wissen alle, dass es anders ist oder praktizieren sie es ganz anders, sondern sie leben die Umkehrung auch. Herkommen tut es natürlich schon davon, dass wenn die Katalanen der Meinung sind, sie sind eigentlich keine richtigen Spanier, dass es irgendwann vorher mal Katalanen gegeben haben muss. Also irgendeine politische Organisationsform Kataloniens. Die halten sie jetzt für integriert in den Gesamtstaat. Und jetzt halten sie fest an der Optik, eben wie in der EU. Nützt uns uns als Katalanen, nicht uns als Bürger Spaniens, ganz Spanien, sondern uns nützt uns als Katalanen Spanien. Und da kommen sie zum Urteil, naja, das ist eigentlich eine andere Staatsmacht und dann meinen immer alle, sie zahlen drauf. In dem Fall von Katalonien würdest du sagen, überlebt der Nationalismus. Da überlebt eine Unternation, ja, überlebt in der Größeren und fängt aus allen möglichen Messen, aus allen möglichen Unzufriedenheiten raus an, die Nation, die große, die existierende spanische, als Instrument der katalonischen zu beurteilen und von dem aus als Hindernis zu bewerten. Das scheint mir aber erstmal unzureichend. Also für Katalonien, weiß ich nicht, sei mal geschenkt, aber in Kurdistan gibt es auf jeden Fall keine politische Größe irgendwie, auf die man sich vorher beruft.
Also das wäre ja gerade Kritikpunkt, was Türkei oder Syrien oder so jemand antritt und sagt, ja, das gab es ja nie historisch. Also es gab ja nie einen Code. Ja, vielleicht muss man eins noch, ja. Oder ich würde das halt irgendwie materiell, glaube ich, erdenken, aus Benachteiligung zum Beispiel. Was? Achso, Entschuldigung. Na, ich würde das, glaube ich, eher materiell aus Benachteiligung oder eben Bevorteilung. Also wenn du auch sagst, die Katalonen, die zahlen im Endeffekt drauf, also die Leute, die da leben, und dann bilden die sich halt als Nation quasi aus dieser, sage ich mal, Benachteiligung gegenüber dem Rest von dem Staat. Also selber kann man ja noch weitere Beispiele, da könnte man auch was ganz Profanes nehmen, wenn man jetzt sagt, hier Bayern soll irgendwie eigenständig werden, das kommt ja auch daher, dass Bayern einfach eine potente Wirtschaft ist. Und die sagen ja, wir zahlen sowieso nur für dann drauf, wir wollen es lieber selber machen oder so. Und das ist dann eher aus dieser Bestrebung herkommt und dann, dass da wieder dieses Nation-Building passiert und der Staat dann gebildet wird. Ja, bloß, das, wenn man es schon zu einem theoretischen Problem macht, dann muss man sagen, und warum kommen die Bayern drauf, sich als Bayern auf Deutschland zu beziehen und nicht als deutsche Bürger? Naja, kannst du sagen, naja gut, es hat in Deutschland seinen Grund, dass es überhaupt föderal organisiert ist, dass also diese Untereinheit als Untereinheiten Recht auf ihren eigenen Egoismus zugestanden kriegt. Und von dem aus urteilt sie dann, ja, der Länderfinanzausgleich ist eigentlich was, wo wir bloß drauf zahlen. Weil ansonsten hast du ja erstmal das Rätsel, wie kommt denn wer drauf, dass wenn ihm was daneben, wenn ihm was zuwider ist, wenn seine Interessen nicht zum Zuge kommen, dass das die Beleidigung einer politischen Untereinheit ist, der er angehört. Aber da wollte ich jetzt deinem Argument noch in einer Hinsicht entgegenkommen, mit den Kurden. Es ist so, es gibt es ja auch als praktisch als reaktives Bedürfnis nach einem eigenen Staat. Im Osmanischen Reich, da hat es sehr viele Völkerschaften gegeben und das Osmanische Reich war nicht national organisiert. Es war kein Nationalstaat, es war so ein Vielvölkergebilde und da gab es alle möglichen Figuren und Tributzahlungen und so weiter und so weiter. Aber es kam nicht darauf an, ob man Türke oder Kurde oder Araber ist. Man gehört zum Osmanischen Reich. Dann kommt der Erste Weltkrieg. Dann gründet sich die Türkei aufs Türkentum. Ja, aus der Erbmasse des Osmanischen Reichs aus. Jetzt sagen die, dieses Land ist das Land der Türken. Und zwar ist es, wir gründen das auf eine Volkstumsgruppe. Erklären die zum Staatsvolk und damit ganz automatisch, welche, die dem Türkentum nicht angehören, zu Bürgern zweiter Klasse in der Türkei. Und das erinnert die anderen an eine Identität. Das legt die fest drauf. Ach Gott, stimmt, wir sind ein anderes Volk. Es ist wie mit den Palästinensern. Die wussten auch vor dem Staat Israel nicht, dass sie einen Nationalstaat brauchen. Das ist das Verhältnis zu dem Nationalstaat, der sie ausgrenzt, der ihnen das Bedürfnis beibringt. Stimmt, wir müssen eine eigene Nation machen, sonst sind wir ewig die Opfer. Was umgekehrt die Juden ja von Europa und speziell den Deutschen gelernt haben. Die wollten ja auch, haben ja auch nicht gemeint, sie müssen eine Nation sein, bis, naja, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg oder zum Zionismus hin. Also es gibt schon als reaktive Nationenbildung, die entsteht daraus, dass andere sagen, die Welt ist in Nationen sortiert. Und dann merken manche, ja, wenn man keine eigene Nation ist, was ist man dann überhaupt? Also so verbreitet sich das schon. Ja. Also ich finde, es widerspricht nicht dem, was Sie gesagt haben. Also, weil wenn halt in der Türkei Menschen leben, eben die Kurden, die halt strukturell benachteiligt werden, dann, dass die sich dann irgendwie zusammenraufen und dann halt einen Staat fordern und dann halt sagen, wir sind Nationen, egal wie sich dann zusammen konstruieren, dann ist es auch, also finde ich, ist es halt genau das, was ich meinte. Das ist halt die materielle Ursache dahinter.
nochmal das Problem mit der materiellen Ursache. Es ist sehr die Frage, wie man eine materielle Beschädigung auffasst. Ich könnte doch als Kurde auch sagen, zum Beispiel, ich könnte als Kurde aber auch sagen, die Landwirtschaftspolitik Ankaras ist schlecht. Das will ich sagen. Oder der Straßenbau Ankaras ist schlecht. Ich muss ja erstmal auf diese Entität Kurde kommen, damit eine materielle Beschädigung als Beschädigung der Rechte von Kurden erscheint. Nur das habe ich gemeint. Die müssen sich als Kurden verstehen oder sie müssen als Kurden ausgegrenzt sein, damit sie dann als Kurden sich beschädigt sehen und nicht als Bauern oder als Leute, die eine andere Sprache haben oder irgendwas, sondern dass sie sich als Nation, als andere Nation beschädigt sehen. Das setzt voraus, dass sie sich als andere Nation definieren. Das war das. Vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt. Wenn sich irgendwie so ein Staat gründet, so, dann setzt sie ja durch, irgendwie durch Alphabetisierung zum Beispiel, dass die Leute, die eine bestimmte Sprache macht, die Nationalsprache, dass die sich auch durchsetzt. Ja. Dass man sich eine Geschichte daher erfindet, die es halt dazu passt, dass man halt sagt, so, ja, das sind die Deutschen von Hermann dem Deutschen, Helmut Kohl oder so. Und dass sowas nicht absolut immer umgesetzt wird, also dass es 100% der Bevölkerung erfasst, das sieht man ja auch in jedem Staat, weil eigentlich hat es überall nationale Minderheiten. Also in Deutschland ja auch. Das heißt, weil es findet ja, was weiß ich, da gibt es halt verschiedene Religionen, tun die Leute sich irgendwie darauf beziehen, oder da gibt es halt Zuwanderung, Hin- und Herwanderung, mal so eine Grenzziehung, dann verschiebt es sich so ein bisschen. Das heißt, die Gesellschaft ist ja ständig immer in einem Konflikten oder in irgendeiner Form von Bewegung ausgesetzt, die halt dazu führt, dass es schon irgendwie irgendein kleines Völkchen gibt, die halt irgendwie dann meinen, sie sollen nicht Deutsch reden, sondern sie, was weiß ich, reden halt irgendwas anderes oder so. Oder beziehen sich auf einen anderen Kulturkreis. Das heißt, eigentlich nur bis dahin. So. Aber ein Staat kann damit eben auch ziemlich tolerant umgehen. So wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo eben sagt man halt, die und die und die nationale Minderheit ist als nationale Minderheit innerhalb des deutschen Volkes anerkannt. So. Das können sie ja auch machen. Nur halt, wenn da eine konflikthafte Politik betrieben wird, dann kann das halt, glaube ich, auch in krassen Fällen eben zu separatistischen Kriegen führen oder so. Ja. Also nationale Minderheiten gibt es immer deswegen, weil, wie du sagst, sich da immer wieder was verschiebt. Und dann dauert es immer ein paar Jahrhunderte, bis die Assimilation passiert ist. Und dafür wird auch in der Regel viel getan, da war ja deine Rede. Natürlich streben die Staaten immer eine Einheitlichkeit des Staatsvolks an. Jetzt denk mal an Deutschland. Deutschland akzeptiert keine nationalen Minderheiten. Ach Gott, ja, die Dänen, den südschleswigen Wählerverband oder so. Die Sorben sind keine nationale Minderheit, soweit ich weiß, sondern die waren halt als Sprachgemeinschaft. Bitte? Die sind aberkannt worden, eben. Die Sorben ist eine slawische Bevölkerung in dem Havelsumpfgebiet. Ja, das ist so östlich von Berlin. Die werden als Sprachgruppe anerkannt, aber als nationale Minderheit nicht. Und zwar, weil der Staat da immer den Kern von Rechten, die man ja die irgendwelchen als Unternation beziehungsweise gleich anderen Nationen, die dann die Vormundschaft oder die Patenschaft für diese Volksgruppe im eigenen Land übernehmen. Und das wird zum Beispiel, was die Türken betrifft, das wird immer total abgelehnt. Wenn der Erdogan kommt und sagt, das sind doch alles meine Leute, dann sagt die Bundesregierung, nein, das sind unsere. Merkel ist die Kanzlerin aller deutschen Türken.
und nicht Erdogan. Und die Türken werden nicht als nationale Minderheit anerkannt, sondern als ja, Islamverbände, die können mit der Islamkonferenz, die können auch Rechte erstreiten, dass sie Kirchen, also Moscheen bauen und Religionsunterricht betreiben dürfen. Das kann man alles, lässt sich alles regeln, aber nationale Minderheiten, Deutschland nicht. Umgekehrt, wie die Deutschen bei den Rumänen immerzu darauf gedrungen haben, diese Donauschwaben, sind doch alles deutsche Minderheiten dort. Da wusste Rumänien auch ganz genau, dass da ein anderer Staat sich eine fünfte Kolonne in dem dortigen Land züchtet. Und das wollen die immer nicht. Weil es halt die unbedingte Loyalität gegenüber dem Staat, der eben existiert, immer relativiert, wenn man anerkennt, dass dann eine Loyalität zu einem anderen Staat auch noch sein darf. Was dann mit Gruppen, die gar keinen Staat haben, also die als Minderheit anerkannt sind, wie jetzt zum Beispiel, was ja eben nicht der Fall ist, aber wie zum Beispiel die Sorben wären, wenn sie anerkannt wären, die haben ja keinen Staat. Ja, die haben keinen Staat, insofern wäre da die Sorge, da züchtet man sich die fünfte Kolonne von einer anderen Macht, die wäre jetzt da nicht gegeben. Bei den Türken hier wäre es total gegeben in Deutschland. Klar, da gibt es verschiedene Fälle. Das ist. Machen wir zum Abschluss nochmal die Zusammenfassung. Ja, wir sind jetzt auf das Gleis gekommen, dass der Glaube, dass erst das Volk kommt und dann der Staat, tatsächlich auch gelebt wird. Nicht nur als nationale Geschichtspolitik, da war ja auch das Volk viel älter als der Staat, sondern auch tatsächlich in nationalen Befreiungsbewegungen, wo Völker meinen, ihnen fehlt ein eigener Staat. Oder wo Kollektive sich als Völker definieren und meinen, ihnen fehlt ein eigener Staat. Ja, gibt's, ist ein Ergebnis des nationalen Denkens, dass man es auch rumdrehen kann. In der Hauptsache aber, ist es die Idealisierung der Nation, also die Idealisierung des Staates, dass er nur der Dienstleister an der Volksidentität wäre. Und dafür, dass man sich eine Volksidentität ohne Staat vorstellen kann, dafür braucht es oder dafür schafft man sich diese Bilder von ursprünglicher Zusammengehörigkeit der Menschen ohne Staat, Rasse, Kultur, Sprache etc. Das Letztere zu durchschauen, als die sind doch nicht der Grund des Staats, ist richtig. Und die sind nicht der Grund des Nationalismus, ist richtig. Aber das ist bloß ein Kampf in der legitimierenden Überbauwelt. Die wirkliche Kritik des Nationalismus ist die Kritik dieser Identifikation mit einer Gewalt, die man zum Leben braucht. Nicht erst diese Überbaugeschichten, die man da eben, die kann man leicht kritisieren, aber die sind gar nicht der Witz. Zur Not kommt der moderne Nationalismus auch ohne die Dinger aus. Die amerikanische Nation kommt aus ohne die Vorstellung gemeinsamer Sprache, Kultur, Geschichte und schon gleich Rasse. Ja, Sie sagen, Sie sind ein Einwanderervolk. Und wenn Sie auf was plädieren, was Sie zusammenschmiedet, dann ist es, aus aller Welt sind die mutigsten und unternehmungslustigsten zu uns gekommen. Ja? Also das ist die Weise, wie Amerika sich quasi Erfolg zurecht definiert, aber überhaupt nicht aus diesen Ursprungsideen raus. Da geht es sogar ganz direkt, also die beziehen sich ja auf ihre Fassung, sprich auf das, was sie beherrscht. Und das ist ja auch das, was sie immer so als ihr größtes nationales Credo da präsentieren, ihre tolle Verfassung. Das machen sie nicht. Ja, sie sind. So ihre Freiheiten gewährleistet und so weiter. Da ist das, was du die ganze Zeit beschrieben hast, dieses Identifizieren mit der Herrschaft, ganz direkt mit der. Ja, sie sind die Nation der Freien. Ja. Und ganz kurz nur als Fußnote dazu. Das ist ja dann auch die Begründung von vielen Rechten hier,
die dann trennen zwischen natürlichen Staaten und künstlichen, die dann sagen, ja, dieser deutsche Staat, der irgendwie aus dem naturwüchsigen Volk, aus dem wüchsigen Volk heraus entstanden, gewachsen ist, ist was ganz anderes als etwa das künstliche Konstrukt, das die Vereinigten Staaten von Amerika darstellen oder etwa in Israel darstellen, ja. Was nun einfach ein künstliches Gebilde der letzten 50 oder 300 Jahre ist oder so. Das ist, ja, da hat sich schon der Hitler verrechnet. Hat er gemeint, die haben doch keine Festigkeit, wenn es an die großen Fragen von Krieg und Überleben der Nation geht. Nur die Gewachsenen hätten es, da hat er sich aber vertan. Und die Amis ihm gezeigt, wo der Hammer hängt. Gut, machen wir Schluss. Es ging darum, ein bisschen dieses System des nationalen Denkens sich klarzumachen und zu sehen, dass der Fehler weit vor dem liegt, wo welche sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Es ging jetzt nicht darum, dass man im Einzelnen Kritiken durchnimmt, obwohl auch das, wie wir es besprochen haben, schon viel Stoff gibt, wie man auch gegen Nationalisten Einspruch erheben kann. Also es ist nicht so, dass da keine Argumente vorgekommen wären, was man da sagen kann. Gut, okay.